So, jetzt nochmal einen wunderschönen guten Abend hier zum abendlichen Webinar zur Fed-Zinsentscheidung. Es könnte hier wirklich durchaus spannend werden an den Märkten. Der Andreas Müller, Wernicke 1977, wie er sich ja im Internet nennt, ist heute mit an Bord. Ich werde ihn auch gleich dann mal scharf schalten, dass er natürlich dann auch das Wort übernehmen kann. Ihr seht schon seinen Bildschirm und wir werden jetzt gleich in wenigen Minuten mal auf den Markt schauen, was er denn zur eigentlichen Zinsentscheidung tut. Und dann ist es vielleicht sogar noch wichtiger, was zur Pressekonferenz um 20:30 Uhr dann gesagt wird. Ganz kurz ein paar Worte zum Risikohinweis. Grundsätzlich achtet bitte darauf, dass ihr beim Traden mit Stops arbeitet, die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Und ganz wichtig, all das, was wir hier sagen, an Setups formulieren und gegebenenfalls auch vortraden, darf definitiv nicht als Handelsempfehlung gewertet werden, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder auch zum Broker beantwortet bekommen. Ich zeige da auch gleich dann nochmal die Website, aber wir legen jetzt erstmal los, denn in wenigen Minuten geht es hier um die Fed-Zinsentscheidung und ich schalte den Andreas mal scharf. Wir testen jetzt mal, ob er dann auch zu hören ist. Andreas, bist du da? Ich bin da, was meinst du mit scharf? Ja, scharf in dem Sinne, dass du da bist quasi, Andreas. Natürlich. Hast du einen Chart für uns? Denn dein Bildschirm ist ja zu sehen. Ich hoffe, ihr seht den Bildschirm. Ihr könnt natürlich Fragen stellen im Fragenfeld. Und auch ja zu allem, was das Trading betrifft, nicht nur natürlich jetzt hier zur Verzinsentscheidung, der Andi wird auch noch ein paar Worte dann zu sich selbst sagen, aber hast du einen Chart für uns, dass wir jetzt erstmal schauen können, was hier denn gegebenenfalls passiert um 20 Uhr? Ich muss selbst mal gucken, wie spät es ist. Wir haben es jetzt 58, also die Verzinsentscheidung dauert hier gar nicht mehr lange und bei mir gehen schon die Alarme los hier in der Plattform. Und wir haben es jetzt ja noch knapp 2 Minuten. Und ja, Andreas, also erzähl ein paar Sachen, vielleicht zuerst mal kurz zur Verzinsentscheidung. Wie ist so deine Herangehensweise jetzt? Und dann werden wir danach natürlich noch ein paar weitere Themen besprechen. Ja, also herzlich willkommen erstmal zum Webinar. Ich bin sicherlich nicht das erste Mal für Sie auf Empfang hier sozusagen, oder Sie hören mich vielleicht nicht das erste Mal, denn mit JFD hatte ich schon einige Events, insbesondere immer Live-Trading-Events, denn ich denke, dass man die Börse am besten erlernen kann, wenn man sich ihr aktiv widmet, wenn man aktiv an ihr sozusagen Trades absetzt und nicht nur theoretisch Bücher konsumiert. Auch diesen Weg gibt es natürlich, dass man erstmal die Theorie vor sich herschiebt und theoretisches Wissen aufbaut und dann später das Ganze in die Praxis umsetzt. Aber ich bin eher ein Freund davon von Trial and Error, just do it oder was auch immer man da sagt. Und ich stelle mich nachher noch mal gerne etwas ausführlicher vor, weil jetzt natürlich das Event im Vordergrund steht. Und man muss dazu wissen, dass es am gestrigen Tag eine große Bewegung bereits gab im Vorfeld der Zinsentscheidung, weil nämlich der Mario Draghi, der europäische Zinshüter, der Chef der EZB, angedeutet hat, dass er die Zinsen gerne auch noch weiter senken möchte. Nun sind sie auf Rekordtief oder ich glaube 0,25, also Rekordtief ja, aber noch nicht im negativen Bereich. Und da schwant mir Böses, wenn wirklich die Zinsen ins Negative abdriften. Und in den USA wird womöglich Ähnliches erwartet, weil die Wirtschaft zwar läuft, aber auch nicht extremst rund. Und da können wir natürlich gespannt sein, was hier die US-Notenbank Fed hier meldet. Was sie sieht, die erste Frage, ich habe die noch nicht vorliegen, das wird der Marco einstreuen, ist, dass wir hier kurz nach oben gehen, nach unten, kurz nach oben. Sau, also hier Gold, richtig ab nach oben. Also die Das Zinsen sind sieht erstmal erstmal gleich nicht geblieben, so gut aus. ganz kurz eingeworfen. Also es ist erstmal nichts Ja. passiert von den Zinsen her. Also ist nichts passiert. Man kann sich die, das zeige ich auch mal, anschauen, wie sie quasi sich entwickelt haben. Dazu habe ich hier ein sehr, sehr schickes. Von vielen Leitzinsen. Deutschland liegt wirklich extrem am Boden, Japan sogar unter dem Boden.
Großbritannien steigt leicht an und die USA, die hat sehr, sehr viele Zinsschritte hier vollzogen. Also das halten wir ganz kurz im Hinterkopf. Da können wir nochmal darüber diskutieren, was da passiert ist, was man sieht. Und das ist mein Trading-Screen, den ich tagsüber immer wieder beobachte, den ich immer wieder nutze für Trading, ist der Dow Jones, dann Euro-US-Dollar, dann der Nasdaq und der Goldpreis jetzt etwas zusammengeschoben, sehr kurzfristigen Bereich, also eine Minute, 5 Minuten, sodass man hier schauen kann, wie die Märkte sofort reagieren. Das habe ich so ein bisschen verstanden. Der DAX ist eigentlich, Xetra ist ja gar nicht mehr geöffnet. Also was hier sich tut, basiert rein über den Future und hier ganz kurz auf Tagestief, hier richtig im Kopf habe, Tageshoch im DAX vorbörslich 50, 50, 30 Bereich. Das Ganze hier auch mal reinnehmen, damit wir so eine grobe Ordnung haben, wie wir auch da noch gewillt sind, im DAX ein paar Trades zu vollziehen. Die erste Reaktion empfehle ich niemanden Ganz kurz, als vor allen Trader, Dingen, sich zu ganz kurz, handeln. hast du irgendwie eine Möglichkeit, den Ton ein bisschen Gerne. besser hinzubekommen? Der ist recht hakelig aktuell noch. Wird jetzt auch gerade hier genannt. Man versteht dich teilweise recht schlecht. Und bitte das Bild mal groß machen, dass man den kompletten Bildschirm ausgefüllt hat mit dem Chart, dass man das ein bisschen besser erkennt, kam jetzt hier noch erstmal ganz kurz. Und wie gesagt, der Ton ist leider ein bisschen hakelig. Gibt es da noch irgendwie Möglichkeiten, da vielleicht ein bisschen an der Schraube Ich Tonschraube? kann es direkt vor meinen München setzen, den Ton, dass ich hier noch besser zu verstehen bin und mache auch mal Bloomberg live aus. Ich wollte eigentlich die Pressekonferenz dann richtig mithören, aber ich kann es auch ausmachen, kein Problem. Dann ist vielleicht auch mehr Bandbreite vorhanden. Genau, und vielleicht liegt es daran, genau. Könnte daran liegen. Wir versuchen mal hier das groß zu machen. Da wird es nicht. Bitte? Andere Auflösung. Oder ich kann auch noch mal eine andere Auflösung im Rechner einstellen. Das sollte aber uns, glaube ich, nicht behindern. Jetzt sind wir hier raus. Das ist schon die größtmögliche Auflösung. Ich habe hier Okay. Nee, dann ist wenigstens alles gut. Wenn es nicht wenn besser auch geht, dann ist alles gut. Alles gut. Es ist ja trotzdem zu erkennen. Wenn es natürlich noch größer gegangen wäre, dann wäre das natürlich top. Aber so lassen wir es erstmal. Die ersten Reaktionen sind durch. Mach ruhig an der Stelle weiter. Du hattest da aufgehört, dass man die erste Reaktion gegebenenfalls erst gar nicht handeln sollte. Ja. Ja, also ich kann gerne noch mal kurz in den Einstellungen, während wir hier plaudern, weil ich in die ersten 2 Minuten sowieso keinen Trade eingehe. Vielleicht kann man hier noch mal die Bildschirmauflösung insgesamt ändern. Das wäre vielleicht noch mal eine Möglichkeit, sodass ich bei dem zweiten Monitor, das ist ja der zweite Monitor, muss man dazu sagen, hier quasi auch euch noch mal ein größeres Bild bieten kann. Ich gehe mal kurz in die Einstellung rein. Was gab es denn bei dir für Alarme? Hattest du quasi dir Trading Alerts gesetzt? Ich höre im Hintergrund die ganze Zeit, es Läutet. piepen. Es läutet. Ja, der Es Euro-US-Dollar, der läutet. kommt für mich in eine Region, die ich grundsätzlich jetzt für einen Short ganz interessant finde, weil der ist jetzt ja im Prinzip in den letzten Tagen nach unten gegangen. Jetzt kommt er gerade mit der Zinsentscheidung so ein bisschen nach oben. Deswegen läutet hier auch gerade der Alarm. Aber bei mir ist es genauso wie bei dir, dass ich erstmal so ein bisschen abwarte, jetzt natürlich nicht direkt draufspringe. Und mir das Ganze erstmal so ein bisschen noch von der Seitenlinie anschaue und ja, mal gucken. Also wenn da bei mir was akut wird, werde ich es natürlich einstreuen. Ansonsten gucken Ja, wir jetzt mal weiter. Ja. ich probiere hier jetzt mal parallel in den Einstellungen, ob hier ein bisschen was. Oioioioio. Na, das ist ja mal ein richtig großes Bild. Ich glaube, das will niemand. Jetzt probiere mal das hier, was er hier sagt. Ist das größer? Nee, Ja, wenn er jetzt das ich glaube. größer ziehst, kannst du den Chart noch, den Metatrader größer machen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Apple-Problem grundsätzlich, ne? Wahrscheinlich auch hier so ein Das bisschen. ist überhaupt möglich, ja. Ja, ich denke, alles gut, ne? Muss. Ich kann es ganz gut erkennen auf einem relativ großen Bildschirm. Gut, wenn man jetzt auf einem Ja, Laptop. ich werde mir auch die einzelnen Charts gerne vornehmen. Also wir können gerne anfangen mit dem Dow Jones. Wenn ich den Dow Jones nur anzeige im MetaTrader, dann dürfte es eigentlich groß genug sein. Insofern habe ich jetzt hier alles ausgeführt. Der geht nicht größer zu ziehen, weil ich mit einem Remote-System
arbeite. Das heißt, ich habe nicht die Software hier auf einem Rechner, sondern kann von überall auf der Welt auf diesen Server zugreifen, wo quasi der MetaTrader installiert ist. So, ich wende mich dem Markt kurz zu. Wir haben nämlich hier schon ein neues Verlaufshoch. Das ist insofern interessant, als dass wir gestern hier nicht drüber wegbrechen konnten. Und heute waren wir, das war die falsche. Und heute waren wir ja kurz zur Markteröffnung auch bei der 26.540 oder 42, je nachdem, wie man die Kurse eingestellt hat. Das wäre dieser Bereich. Also wir sind gestern hier angelaufen. Da war das High, dann die in der Kerze die 518. Und wir sind heute ein Stück drüber gelaufen, einen kleinen Tick, und da war das die 537,80. Jetzt sind wir hier gegangen. Das ist insofern für mich interessant, als dass das erstmal Ausbruchssignal ist. Aber, wie ich schon sagte, das ist die erste Reaktion nach der Entscheidung. Das heißt, für mich wäre es spannend, wenn wir wieder darunter brechen. Das heißt, man kann hier partizipieren, indem man zum Beispiel eine Sell-Stop-Order einfügt. Ich mache das über das große Fenster, damit auch jeder mitbekommt, wie man es macht. Und zwar Market Execution oder Pending. In dem Fall ist es Pending-Order und wir wollen einen Sell-Stop, wenn wir wieder unter Teil fallen, sondern quasi den Kurs hier einstellen, das wäre die 26.530. Da sind wir auch fast. Jetzt hier das Ganze im Markt jetzt. Ich muss natürlich noch Stop-Loss machen. Entschuldigung. Beziehungsweise ich kann fast schon Market reingehen, da wir drunter gefallen sind. Also stelle und werde hier Market execute mit einem Stop von 26.555. So, das heißt, wenn es ein Fake-Ausbruch war, und das ist es rein charttechnisch, wenn wir über die letzten Hochs hinweggegangen sind und wieder darunter notieren, dann ist es richtig, dass wir den Stop entsprechend auf die Hochs legen oder in die Nähe der Hochs. Aus Risikomanagementgründen lege ich sie nicht über die Hochs. Das wäre nämlich hier die 70 und dann wäre dann ein Stopp von 40 Punkten. So, das Ziel ist dann in dem Fall, dass wir einen Mittelwert erreichen, den der Markt tagsüber gespielt hat, und der Markt war auf das hier bei den 505 Punkten. Kann hier sehr, sehr gut die Order entsprechend modifizieren und würde hier 26.405, oder sind wir schon? Das heißt, wir können Order eigentlich auch nachziehen oder die Order manuell, entscheide mich für Stopp nachziehen, weil die ganze Dynamik natürlich noch entsprechend zunehmen könnte. Was man sich wünscht als Trader, dass man in einen Trade hineinkommt, dass die Dynamik zunimmt und dass man letzten Endes den Markt entscheiden lässt, ob man im Markt bleibt oder nicht. So, vielleicht können wir noch ein Stück näher ranziehen. Ich schaue gerade, wo die auspendelt. Das ist jetzt der 5-Minuten-Chart. Na, noch können wir es nicht ranziehen. Wenn man in den 1-Minuten-Chart, das Ganze noch mal ein bisschen deutlicher, und man sieht, ich bin ganz gut reingekommen. Es müsste jetzt unter diese gleitende Durchschnittslinie, da nutze ich den Moving Average 40 als Orientierung. Nur als Orientierung, nicht nur. Das sollte man nicht durcheinander bringen. Und wie gesagt, durchaus auch gewillt, glattzustellen unter den 26.500 manuell. Werde aber, da ich im letzten Webinar die Anfrage bekommen hatte, warum ich nicht den Stopp nachziehe, heute einfach mal versuchen, den Stopp ein wenig zu ziehen. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Man müsste jetzt rein charttechnisch abwarten, bis die Kerze sich vollendet hat, bis die nächste Kerze beginnt jetzt, und sobald die Kerze rot wird, würde ich auch den Stopp hier ganz aggressiv noch weiter nach unten nachziehen, und zwar über das Hoch der vorangegangenen Kerze, sodass wir im Sinne der Charttechnik hier auch sauber agieren. Es bringt nichts, wenn wir in den Märkten herumstochern, auf Deutsch gesagt, und immer wieder versuchen, uns ein paar Punkte herauszuschneiden ohne Sinn, Plan, Verstand, Disziplin.
Das macht überhaupt keinen Sinn für mich langfristig. Und ich werde euch nachher auch gerne ein paar Trades zeigen, die ich im Vorfeld des Webinars gemacht habe. Insbesondere gestern hatte ich ein, zwei Trades, die ich einmal hier als Screenshot mitgebracht habe und nachher besprechen möchte. Und heute habe ich natürlich auch schon bei diesem wunderschönen Wetter zumindest Vormittag getradet. Im DAX war das leider nicht so gut möglich, weil eine sehr, sehr enge Range sich den ganzen Markt, den ganzen Tag über formiert hatte. Von wenigen Punkten, von 30, 35 Punkten, da konnte man nicht extrem aktiv werden. Also es gab nicht so einen Trend, wie wir ihn gestern gesehen haben. Auf den würde ich gerne auch nochmal zu sprechen kommen. Nachher doch, wir wollen erstmal uns weiter dem Chart widmen, was hier passiert. Also der Stopp ist, wie gesagt, für diejenigen, die ein bisschen später eingeschaltet haben, die erst die ersten Nachrichten der Tagesschau sich angeschaut haben. Der Markt ist erst nach oben gegangen in der ersten Reaktion, dann nach unten, wieder nach oben und die nächste Kerze war dann schon extrem grün. Eine rote, noch eine grüne, grüne. Im 1-Minuten-Chart sehen wir, wie Sie sehen können, hier oben Stellung im MetaTrader. Danach kamen ein paar rote, die den Kurs wieder unter das Level, unter die bisherigen Tageshochs drückten. So, und mein Szenario ist eben, dass wir zu einem fairen Mittelwert des heutigen Tageshandels zurückkehren und den sehe ich um 1500 respektive, dass wir auch nochmal die Tiefs sehen. Manchmal sieht man sogar die Ausdehnung noch einmal im Markt nachvollzogen vom Event. Jetzt bin ich ausgestoppt worden, insofern alles okay. Der Markt ließ sich leider nicht weiterziehen und es gibt Gelegenheit, auf die anderen Märkte zu schauen. Die da wären Nasdaq, 5-Minuten-Chart, ich schalte hier mal, damit es zu Herzrasen führt, auf den 5-Minuten-Chart ein bisschen kleines einordnen zu können. Bleibt die mal um 33, 35, ja, da bin ich nicht kleinlich. Auf alle Fälle sehr, sehr wichtig für mich, wird der Markt sich drüber festsetzen können, rechne ich mit einem Aufwärtsimpuls, und wenn der Markt es nicht schafft, hier drüber zu, dann rechne ich mit Verdruck, der dann durchaus bis 26.440 Bereich führt. Ja, vielleicht ein zu eng gesetzt der Stopp, man weiß es meistens erst hinterher. Das soll unserer Stimmung hier auch keinen Abbruch tun. Ich muss auch noch mal die Zinskurve, die ich eingeführt habe. Also der amerikanische Markt hat viele Zinsanhebungen hinter sich. Sieht hier auch genau, was die gab, also Leitzinsen verändert worden. Vergangene Leitzinsentscheidung kann man hier als Name nachlesen und in Euroland hat sich sehr, sehr lange nichts getan. Also in Euroland war die letzte Zinssenkung auf diesen Wert von 0,00 bis 0,25 drin 2016. So lange ist nichts passiert an der Zinsfront. Euroraum, während in den USA, wie gesagt, das Ganze schon wieder ein Ausdehner annimmt. Ich habe natürlich auch eine persönliche Meinung dazu. Ich denke, dass wir als Anleger und als Sparer hier schrittweise, man muss schon sagen, enteignet, denn von Negativzinsen profitiert nur derjenige, der quasi Schulden hat. Und ja, so richtig Spaß macht es natürlich nicht, Schulden aufzunehmen, denn es birgt immer die Gefahr, dass man hier die Schulden nicht tilgen kann. Wir erinnern uns alle an die Immobilienkrise 2007, 2008 in den USA. Hypothekenkredite wurden massivst ausgegeben. Kaum Riesen spielten für die Leute eine Rolle. Sie haben sich über die Halskrause verschuldet. Sobald Job verliert oder andere Zahlungsverpflichtungen nachkommen muss, einer anderen Zahlungsverpflichtung, die man nicht eingeplant hat, bricht das alles über einen zusammen und ja, dann richtig, richtig teuer am Ende und das Haus gehört der Bank. Das ist natürlich weniger schön und deswegen halte ich von so einer Politik nichts. Ich hatte neulich auch eine Zahl gelesen, wie viele 100 Milliarden pro Jahr Enteignung stattfindet oder indirekte Enteignung der Sparer, denn wenn man für sein Geld weniger bekommt, quasi nominal, weil die Inflation schon mit ein bis zu Buche schlägt und dann auch der Negativzins Guthaben, man keinen Zinssatz erhält. Was passiert dann letzten Endes? Überlegt sich andere Werte,
Geld anzulegen. Und das ist für viele eigene Immobilie. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Immobilienpreise sehr stark gestiegen sind die letzten Jahre, vor allem in den Ballungszentren. Hier kann man davon ein Lied singen. Die Mieten gehen durch die Decke. Es ist eine Immobilie auch nicht wirklich teurer geworden. Man kann sie einfach nur billiger finanzieren und sie hat einen höheren Kaufpreis. Aber ja, früher konnte man sie teurer finanzieren und einen geringeren Kaufpreis gehabt. Über die Laufzeit von 30 Jahren macht das kaum. Aber ich möchte nicht abdriften, sondern uns so ein bisschen auf die Pressekonferenz vor. Und das möchte ich nicht tun, ohne Ihnen noch ein, zwei Dinge über mich, eigentlich den Markt jagen, möchte ich schon fast sagen. Die kann ich übrigens richtig groß machen. Das ist etwas, was außerhalb des Remote-Systems ist. Also wer mich in der Größe sehen möchte, der hat jetzt gerade die Gelegenheit. Ich bin quasi Trader seit mehr als 20 Jahren und Börsencoach, Business Developer, war viele Jahre aktiv in der Wall Street Online Community, habe dort über 100.000 Beiträge verfasst, Referent auf Veranstaltungen, Trading Coach bei diversen Veranstaltungen und so weiter, habe das Ganze auch zertifiziert im Sinne eines Diploms. Also das heißt, ich habe nicht als Kind schon getradet und dann nichts anderes getan, sondern ich war durchaus auf der Schule, habe mir ein bisschen was angeeignet. Man kennt mich vielleicht von einigen Trading, JFD, Live Trading, was es bei den IB Days 2 Jahre in Folge gab, oder der World of Trading auf der Traders Night oder vielleicht dem Börsenheldspiel und so weiter und so fort. Ihr könnt mir sehr gerne folgen auf den ganzen kostenfreien Plattformen, Instagram, Facebook, Twitter oder meiner persönlichen Homepage berneker1977.de, würde ich mich sehr freuen, und da wird auch größtenteils Trading-Inhalt geteilt, auch mal ein paar persönliche Schnappschüsse, was aus meinem Leben, wie man hier sehen kann, gibt es jeden einen Chart, in den man sich quasi hineindenken kann, wenn man mag, und dann entsprechende Inspiration für sein eigenes Trading mitnimmt. Wie der Markus schon am Anfang sagte, wir möchten hier nur anregen, traden muss jeder selber und das Risiko muss auch jeder selber tragen. Jeder tradet sein eigenes Konto, da kann ich niemandem quasi etwas vorschreiben, möchte ich auch gar nicht. Die Verantwortung wäre auch zu hoch. Ja, aber wo Verantwortung und Erwartungen, da gibt es immer verschiedene Dinge, Hobby, Geld, Adrenalin oder Freiheit. Warum traden Sie? Also das muss jeder für sich selber natürlich entscheiden. Für mich war es zeitlang ein Hobby, und ein Hobby charakterisiert sich dadurch, dass man Geld einzahlt. Ja, irgendwann dachte ich mir, ja, warum zahle ich ein, um den Markt zu beobachten? Das könnte man ja auch so tun, indem man zum Beispiel jeden Abend Börse vor 8 im ersten oder sonstiges schaut. Brauche ich das Adrenalin? Nein. Wenn ich in den Urlaub fahre und 2 Wochen keine Kurse verfolge, geht es mir nicht schlecht. Also ich bin keineswegs süchtig danach. Aber die Freiheit und das Geld, das spielt für mich eine große Rolle. Also die Freiheit, auch das Geld von jedem beliebigen Ort der Welt erwirtschaften zu können. Es gibt keine Garantie an der Börse. Also es gibt natürlich auch Minustage, ganz klar. Aber das Geld erwirtschaften zu können, das ist das Spannende, was mich an die Börse bindet und fesselt, und die damit verbundene Freiheit, auch einfach mal bei schönem Wetter wie heute Nachmittag nichts zu tun. Apropos nichts tun, der Markt, na, so richtig viel, außer der Goldpreis, der fällt wieder zurück unter die 13.350 im sich hier den großen Chart anschaut, so waren wir in dem 54er, 55er Bereich jetzt auch schon den dritten Tag. Das ist der Tageschart. Also wir waren hier schon vor 4 Tagen, und wir waren gestern in dem Bereich, sind abgeprallt. Heute sind wir wieder hier. Das heißt, wenn der Markt festsetzen würde über der 1.354, 55 Perspektive, dann wäre das ein sehr, sehr, sehr positives Signal, was für weiter steigende Kurse spricht. Wie man hier sieht, die Korrelation wird übrigens häufig genannt, Gold und der Aktienmarkt. Wenn Gold steigt, dann sinken die Aktien. Wenn die Aktien sinken, dann steigt Gold. Ja, da kann sich jeder jetzt aktuell drauf machen. Gold ist also im Tagesverlauf gestiegen. Der Dow Jones auch.
Ja, und die letzten Tage, also das bestätigt eigentlich nur das, was ich vor 15 Minuten gesagt habe, dass zu viel billiges Geld im Umlauf ist und deswegen geht es in alle möglichen Assetklassen. Selbst in Kryptowährungen wird richtig wieder investiert in jüngster Zeit. Der Bitcoin war ja zwischenzeitlich um die 4.000 Dollar und ja, ist jetzt wieder knapp an der 10, über 9. Und da ist der Hintergrund wiederum, dass Facebook eine eigene Kryptowährung präsentieren möchte, schaffen möchte, die da natürlich einen Tick vertrauensvoller sein könnte als der Bitcoin, da er über verschiedene Netzwerke angeboten wird, über Uber, über was auch immer, Kreditkartenabrechnungen. Und so kann man in seinem eigenen Facebook-Universum auch eine Art Konto öffnen und dann quasi den Libra, so soll er heißen, also nicht zu verwechseln mit Kuba Libre oder mit der Lire oder sowas. Insofern ist das eine sehr, sehr spannende Sache, die für Kryptowährungen mein spricht. So, wir warten hier auf die Pressekonferenz. Ab 2:30 Uhr kommt sie. Der dauert schon, es hat ein bisschen eingependelt, aber weder den Bereich von 26.480, den ich hier auch noch ein Bild einsetze für Sie, einzeichne. Noch ist er über das Eröffnungshoch darüber gegangen und hat dort eine Kerze geschlossen im 5-Minuten-Chart. Also insofern ist er in einer relativ breiten Trading-Range. Jetzt wollte ich breite Trading-Range. Jetzt wollte ich ein bisschen den Dialekt der Amerikaner in Texas annehmen. Drüber ist er nicht, drunter ist er nicht. Er bleibt in der Mitte. In der Mitte ist es für mich kein Kaufsignal, aber wir können sehr gerne mal ein, zwei Trades uns anschauen, wo in jüngster Zeit ergeben haben. Und da bin ich natürlich auch vorbereitet mit einem Bildschirmfoto, was ich jüngst geschossen habe. Andi, ganz kurz mal an der Stelle, es kommen so ein paar Fragen rein, da möchte ich mal ganz kurz was einbringen. Immer rein mit den Fragen, Also es kommt zum natürlich. einen die Frage, wir hatten ja heute auch in den Livestreams im Live-Trading-Room, den wir hier von JFD fast täglich mittlerweile haben, schon besprochen, was eben bedeutet, wenn die Zinsen dann eben zukünftig vielleicht gesenkt werden, etc. pp. Jetzt kam hier nochmal die Frage, was bedeutet jetzt für dich dieses Null-Event heute? Hat das eine Aussagekraft, hat es keine Aussagekraft? Ich meine, es war ja vorherzusehen. Die Erwartungen waren zumindest bei, ich glaube, rund 80%, dass heute auf jeden Fall keine Zinssenkung stattfindet. Was bedeutet das für dich jetzt heute? Hat das irgendeine Aussagekraft oder irgendwas? Ich denke, die Aussagekraft kommt erst noch in der Pressekonferenz, denn Mario Draghi hatte ja auch die Zinsen nicht verändert, hat aber gesagt, er bleibt bei diesen niedrigen Zinsen, beziehungsweise hatte nach der Notenbank-Sitzung selbst in der Pressekonferenz vermuten lassen oder verlauten lassen, dass er noch bis nächstes Jahr Juni die Zinsen nicht anheben wird, ja. Und dieser Wortlaut, das ist das Entscheidende. Also wenn die Fed jetzt 20:30 Uhr Stellung nimmt zur Wirtschaft und da sind auch mehrere Reporter vor Ort, die dann natürlich entsprechende Fachfragen stellen, wenn der Fed-Chef sagt, die Wirtschaft läuft so robust, wir können die Zinsen das nächste Mal oder übernächstes Mal anheben, dann hat das natürlich eine Signalwirkung auf den Markt, weil an der Börse immer die Erwartungen gehandelt werden. Also wenn dann die Zinsen angehoben werden und es wurde auch so erwartet, dann ist es durch. Also dann braucht man nicht mehr auf das Event hin zu spekulieren. Logisch. Und heute wurde auch nicht erwartet, dass sich was tut. Aber das Spannende ist eben nicht die Zinsentscheidung an sich, sondern danach, wie der Ausblick ist und worauf der basiert. Also es kann ja sein, dass auch gesagt wird, wir möchten dieses Jahr die Zinsen gar nicht anheben. Letztes Jahr war ja noch geplant, dass 2019, das ist, korrigiere mich, falls ich das falsch in Erinnerung habe, drei Zinsanhebungen Richtig. kommt. So, wie viel hatten wir dieses Jahr? Eine, oder? Keine, oder? Da hatten wir am Anfang des Jahres so eine Keine. Zinserhöhung. Also, ich wüsste jetzt selber Nee, nicht. da war die letzte als der Amtswechsel stattfand. Richtig. So, und wann sollen denn die drei kommen? Also, wenn er jetzt sagt, ja, wir bleiben bei drei dieses Jahr und wir haben jetzt schon den Juni durch, also wie viele Notenbank-Sitzungen gibt es denn? Jeden Monat gibt es. Aber mit Pressekonferenz ist, glaube ich, nicht jedes Mal. Und insofern ist jetzt auch Sommerzeit, wo ich denke, dass die Notenbank da aktiv wird. Also vielleicht September und dann gleich wieder Oktober, November oder wie? Also Also wir das haben auch würde ich halt gerne wissen. Zinsentscheidungen haben wir auf jeden Fall 31. Juli, 18. September, 30. Oktober, Klar. 11. Dezember. So, und da müssen wir Ja, halt vier schauen. Stück, vier Termine. Genau. Und da gilt es dann drei Zinsentscheidungen oder vielleicht Zinsanhebungen dem Markt
einzuverleiben, während die EZB womöglich in derselben Zeit die Zinsen senkt. Das ist für mich eine Signalwirkung, weil das würde letzten Endes heißen, der Dollar ist weiter gestärkt, der Dollarraum ist weiter gestärkt und ja, mit dem Euro geht es ein bisschen bergab. Und wenn man sich den Euro anschaut bei 11,12, die hatten wir das letzte Mal vor 3, 4 Jahren und da locken wir auch die Parität. Ich glaube, vor der Parität waren wir im Tief bei 1,03, 1,04, da müssten wir jetzt die ganz langen Charts mal anschmeißen. Und das droht dann einfach. Und das ist natürlich vielleicht für unsere Exporte ganz nett. Insofern hat es für den DAX gar nicht mal so schlechte Auswirkungen, würde ich sagen. Der hat gestern auch überproportional davon profitiert, von den Aussagen von Mario Draghi. Aber ich glaube, für uns Sparer hat es eben immense Auswirkungen. Und das wollte ich vorhin einfach nochmal verdeutlichen. Also ich hoffe, die Frage, ich weiß ja nicht, wann was passiert, also wann die Zinsen angehoben werden oder gesenkt. Wenn ich das wüsste, dann würde ich die entsprechenden Derivate natürlich überall zur Verfügung stellen, damit jeder mit diesem Wissen Geld verdient. Aber ich weiß es selber nicht. Ich versuche nur als Trader darauf zu reagieren, auf die Bewegung an sich. Ja, also um es ganz platt zu formulieren, ist es mir eigentlich auch egal im Daytrading, ob der US-Leitzins bei 2,25 oder bei 8,25 ist oder bei 0. Das hat auf mein Daytrading überhaupt keine Implikation, denn da handle ich wirklich die kurzfristigen Chartsignale. Aber man lebt nicht nur für das Daytrading und vom Daytrading, sondern jeder, auch ein Trader, hat natürlich eine langfristige Planung vor Augen und möchte auch abgesichert sein für die Rente und so weiter und so fort. Und deswegen macht man sich auch über solche Dinge Gedanken und kann die in solchen Minuten, wo wir auf die Pressekonferenz warten, natürlich auch einmal in den Raum streuen. Wie ist denn eure Meinung? Also schreibt ruhig gerne mal rein. Denkt ihr, dass die US-Notenbank sich zu weit aus dem Fenster lehnt mit den hohen Zinsen und eher zurückrudern sollte oder sollten die dieses Jahr noch 3 Schritte nach oben gehen? Vielleicht gibt es da 1, 2 Kommentare hier aus dem Trader-Umfeld bei JFD. Das würde darum interessieren. Was sagst du denn eigentlich, Markus, dazu? Wir hatten das ja im Prinzip schon jetzt den ganzen Tag als Thematik. Es ist ja so, dass der Markt erwartet ja die Zinssenkungen. Ja, das ist ja sogar sehr extrem so. Und ich persönlich bin da so ein bisschen deiner Meinung. Mir persönlich ist es eigentlich völlig egal. Sicherlich, wir hatten heute auch das Thema, Mensch, hat man nicht eine eigene Meinung? Ja, klar, irgendwo hat man natürlich so eine Meinung, aber ich versuche mich da wirklich immer rauszuhalten. Auch für mich selbst zum Traden, mir ist es auch völlig egal. Ich habe jetzt in der Zeit hier, ich war zwischendurch mal kurz long im Dow und bin jetzt short im Dow. Das macht jetzt eigentlich auch den, ob dann jetzt die Zinsen gesenkt werden, nicht gesenkt werden. Wichtig ist jetzt hier, es ist ein bisschen Bewegung da und jetzt geht der Markt gerade an den Schlusskurs von gestern und mal gucken, vielleicht baut er nach unten ein bisschen Druck auf. Habe jetzt hier aktuell ganz knapp oberhalb der 500 den Short drin und hatte gerade vorher auch in dem Niveau mal den Long, der war zwischenzeitlich auch mal kurz im Profit, den habe ich ganz leicht im Profit schließen können und mal gucken. Also die Bewegung ist für mich wichtig, somit habe ich da eigentlich auch nicht so eine wirkliche Meinung. Mir ist es auch völlig egal, was da passiert und mal gucken, wenn wir jetzt Bewegung kriegen, vielleicht können wir die erwischen, wenn nicht, dann ist eben auch nicht so schlimm. Ne? Genau, also das ist auch was man als Trader irgendwann lernen muss, dass im Grunde genommen die Bewegung das Wichtige ist und nicht die eigene Meinung. Also man kann 1000 Meinungen haben vom Markt und versuchen, die durchzusetzen, aber letzten Endes entscheidet ja der Markt, was passiert und nicht der Trader. Also wir können unser ganzes Kapital zusammenschließen und wir würden trotzdem den Markt nicht signifikant bewegen können. Ja, und deswegen lieber demütig schauen, was der Markt macht und nicht aktiv sein und vielleicht auch einen Minus-Trade vermeiden, als hier einen auf ich bin derjenige, der die nächste Marktbewegung vorhersieht, machen und ja, und vielleicht Demut zu lernen dann vom Markt. Also das kann alles sehr, sehr wehtun. Das wollen wir natürlich nicht letzten Endes. Hast du denn Bloomberg auf oder irgendwas, wo man die Pressekonferenz sieht? Weil ich habe es geschlossen, um die Bandbreite nicht zu gefährden wegen dem Ton. Ich habe es jetzt auch nicht offen. Ich kann gleich nochmal googeln, ob wir das dann eingepflegt kriegen. Vor allem, ob man es dann vom Ton hört, ist ja die Frage. Ansonsten kann ich mal gucken, ob ich ein paar Statements lese hier zwischendurch und werde sie dann einstreuen. Und ansonsten würde ich sagen, guck mal so ein bisschen auf die Märkte. Was bewegt sich? Euro, Gold. Ist ja überall so ein bisschen Bewegung drin. Vielleicht kommentiert man das und ich gucke nebenbei mal, was dort gesagt wird. Und gucke mal auch, ob ich Bloomberg finde, ob ich dort den Livestream finde für die Pressekonferenz. Ja, ist es denn gewollt, dass ich ein paar Trades quasi hier noch
herauspicke, die ich jetzt gemacht habe. Ich Definitiv. denke Ich denke, schon, das oder? wird jeden freuen, wenn so Beispiel-Trades gezeigt werden, die da platziert worden sind. Mit Erklärung natürlich, warum, weshalb, wieso. Definitiv denke ich, wird das interessant sein. Es kommen jetzt hier auch nochmal ein paar Statements oder beziehungsweise Fragen. Ich lese das mal ganz kurz vor vom Christian. Die Fed steht auch unter Druck von Trump und der Wirtschaft. Ja. Die Wirtschaft kränkelt. Insofern wird sicherlich keine weitere Zinserhöhung mehr in 2019 angekündigt. Also ich gehe da jetzt auch mal ganz stark von aus, dass jetzt hier keine Zinserhöhung für dieses Jahr mehr. Das wäre ja wirklich ein heilloses Durcheinander. Und ich bin ja auch so ein bisschen Trifft. mit dem Gedanken behaftet, dass Donald Trump schon so ein wenig Druck ausübt. Es war ja auch Ende letzten Jahres schon die Meinung von ihm, dass er das gar nicht so lustig findet, dass in den USA die Zinsen so hoch sind im Verhältnis Richtig, zu da darf anderen eigentlich gar nicht. Also das muss man ja auch sich mal auf der Ländern. Zunge zeigen. Die Notenbank ist ein unabhängiges Gremium. Ja? Also ich will nicht bei Wikipedia kramen, wie sich die Notenbank zusammensetzt und alles, das kann jeder selber machen. Aber das ist halt ein Riesenapparat, der selber zum Wohle der Wirtschaft, zur Joberhaltung, zur Geldwertstabilität, zur geringen Inflationsrate und so weiter. Also die haben sich verschiedenen Dingen verpflichtet, unabhängig davon, was andere sagen. Den darf nicht reingeredet werden. Und der Präsident stellt sich hin und sagt, ich finde es scheiße. Also das geht gar nicht. Das geht gar nicht sowas. Also das kann man vielleicht am Küchentisch mal sagen, irgendwie, Mutti, ich möchte nicht schon wieder Salami. Ich habe jetzt mal Bock auf eine Bock. Das kannst du mal bringen. Ja, aber nicht so eine Verbindung Präsident und Notenbank. Also da darf nicht reingeredet werden. Und das ist ja in Europa auch nicht der Fall. Also die Angela Merkel wird sich da, okay, für sie wäre es vielleicht auch Neuland, das Thema, aber die wird sich auch nicht hinstellen und dem Mario Draghi sagen, jetzt senken mal die Zinsen oder so. Und auf der anderen Seite darf der Notenbankchef sich davon aber auch 0,0 beeinflussen lassen. Sonst ist er der Falsche im Job. Das geht einfach nicht. Ja, Genau. also ich will mich jetzt nicht aufregen deswegen, aber Genau. das musste kurz gesagt Es ist ja werden. so, es ist ja so. Ne? Also seit Donald Trump quasi hier Präsident ist, hat sich ja sowieso auch marktmäßig so einiges geändert. Märkte reagieren auf Twitter-Tweets und das nicht nur ein bisschen, sondern relativ stark. Und da gibt es noch diverse andere Dinge, die sich dort so ein wenig geändert haben. Aber das ist jetzt, wenn man sich den Markt an sich betrachtet, welcher Auslöser für Bewegung zuständig ist, ist im Prinzip auch egal. Wichtig ist wiederum an der Stelle, der Markt bewegt sich. Jetzt geht er wieder so ein Stück nach oben. Ich bin jetzt das zweite Mal mit leichten Profit, also mehr oder weniger Break-Even hier ausgestoppt worden. Jetzt warte ich auch erst mal so ein paar Minuten. Die Pressekonferenz läuft. Ich werde jetzt gleich mal suchen, ob ich da ein bisschen Informationen bekomme. Ja, genau. Er rennt hoch und er zieht sich an, nochmal anzutesten. Also, dass er wirklich auf die Hochs nach der Nutzung geht. Und das ist halt das Eisen. Ich mache hier eine Stadt klar, indem ich darauf spekuliere, dass der Markt hier eingefangen wird, was aber in Anbetracht der Stärke der Kerze nicht genug ist, als dass ich den Markt gebe. Er müsste dafür mal ein kleines Stück korrigieren, dann wäre das für mich ein Szenario, wo ich sage, okay, hat es nochmal probiert, hat es aber nicht geschafft. Wie komme ich darauf? Indem ich rechts auf Stack schaue, Nasdaq doch ein ganzes Stück weit weg von seinen Hochs. Und der verleicht da gerade steigen. Und der war auch nicht so unter Druck zur Markteröffnung der Woche, muss man dazu sagen. Also da war der Nasdaq Land untergestartet und ist mit 20, 30 Punkten nach unten weggebrochen, muss man sagen, während der Dow noch recht stabil stand. So, jetzt sind wir wieder unten drunter. Das heißt, ich spiele die Range. Wenn die Range ausbricht, die ich mir hier gezeichnet habe, dann werde ich ausgestoppt, ganz klar. An den Range-Kanten oder knapp darüber sollten dann auch die Stops liegen. Und ja, wir schauen mal. Die Kerze hat es immerhin in sich und hat 60, 65 Punkte. Hat sie schon auf der Waage, wie man so schön sagt, auf der Kurswaage. Und die Pressekonferenz selbst verfolge ich jetzt nicht mit. Wir können ja selber unsere Pressekonferenz machen. Wenn du die Chance hättest, dem US-Notenbankchef eine Frage zu stellen, Markus, was würdest du fragen?
Wann senkst du, wann senkst du nicht? tja, Eieiei. es wäre natürlich, wenn man natürlich vorher weiß, was passiert, dann ist das natürlich zum einen eine schöne Information. Aber man muss hier wirklich das große Aber sagen, man weiß trotzdem nicht, wie der Markt reagiert. Ne? Der Markt kann Das positiv gehört, genau. bestimmte Dinge auffassen. Und man sieht, dass jetzt hier heute jetzt erstmal gar nicht viel passiert ist. Der Markt geht hoch, der Markt geht runter. Das ist ja auch das Spannende diesmal sogar gewesen. Der Markt kann das Ganze positiv auffassen, selbst wenn Sie jetzt sagen, wir werden dieses Jahr noch zwei, dreimal senken. Das kann positiv wie auch negativ aufgefasst werden von den Märkten, je nachdem, wie da die Genau. vorherige Marktmeinung ist, die man natürlich nie weiß. Ne? In Seminaren bringe ich gerne das Beispiel mit einem Unternehmen wie Volkswagen. Wenn Volkswagen eine Ad-hoc-Mitteilung rausgibt, dass sie 5.000 Mitarbeiter entlassen oder meinetwegen 10.000, damit es dramatischer klingt, wie verhält sich die Aktie? Und da sagt ungefähr die Hälfte im Raum, ja, na klar, die steigt, die sparen doch Personalkosten, ist doch total cool. Und die andere Hälfte sagt, nee, wieso soll die steigen, wenn die Leute raus aus dem Unternehmen entlassen müssen, dann geht es dem Unternehmen doch nicht gut. Die Aktie muss natürlich sinken. Ja, und wie nun wirklich sich der Markt verhält, das weiß man vorher leider nicht. So, also ich bin jetzt hier mit der Position relativ knapp im Plus. Ich möchte das Plus natürlich hier nicht hergeben, nicht nur wegen statistischen Gründen. Nein, ich ziehe gleich nicht auf Einstand, sondern unter diese Hochs. Und würde versuchen, in dem Falle hier auch die Position mit einem Take-Profit zu versehen. Man weiß ja nie, was der Markt hergibt. Bietet sich für mich die runde Marke an 26.500. Ja, die sind nicht kleinlich. Vielleicht werden wir auch gleich ausgestoppt und dann hat sich das auch erledigt. Zack, raus. Der Markt ist wirklich sehr volatil. Man sieht, man muss schnell agieren. Der 5-Minuten-Chart von Trade 2 ist quasi gelaufen und bevor er komplett irgendwie sich für eine Richtung entscheidet und weiter in dieser Range hin und her fluppt, wird dann doch einen Trade vor, den ich dann gemacht habe, mit entsprechend, das war aber ärgerlich, vielleicht doch nicht, den ich vollzogen habe. Und zwar war es auch im Dauer, ich war hier so ein bisschen zurück in der Historie, der Dow Jones, der ist ja gestern auf diese gestartet mit einem großen Gap und ist dann bis 26.500 und 10 oder 25, Entschuldigung, bis hier gelaufen und hat sich dann beruhigt, um nach unten wegzubrechen. Und wenn ich jetzt das Bild noch kurz auf dem anderen Monitor finde, ich habe mir nämlich gestern dazu einen Screenshot gemacht, damit ich das heute auch vorzeigen kann. Zwischendurch zumindest mal, also nicht am Ende des Tages. So, jetzt müsste ich hier sein. Eine Minute. Gestern war der 18., 16., 17. Nee, was ist denn heute? 19. Gestern war der 18. Doch auf anderen Rechner gemacht. Ich finde es gleich. Der 18. Und Jetzt mache ich gerade mein Mikro aus. Der 18. war gestern. der 18. war gestern. Ich finde es gleich. Ich lese mal in der So. Zeit durch hier. Der Kassenbohlen schreibt hier Gerne. an der Stelle: Unsicherheiten und geringerer Inflationsdruck werden handeln, wenn nötig. Das ist jetzt von der FED-Pressekonferenz. Bislang Wirtschaft noch robust, erwarten aber anziehende Inflation, wenn Arbeitsmarkt stark bleibt. Daten aus China und Europa werden zuletzt ermutigend oder waren zuletzt ermutigend. Risikobewusstsein an den Märkten hat sich verschlechtert, sichtbar in den fallenden Inflationserwartungen. Einige FED-Mitglieder sehen eine Änderung der Geldpolitik als nötig an. Arbeitsmarkt bleibt stark, unser Ausblick auf die Wirtschaft bleibt optimistisch, aber die Risiken haben zugenommen. Also das ist noch nicht großartig aussagekräftig, was jetzt hier gerade geschickt wird. Wir schauen mal weiter. Sie vergleichen ja die Schwankungen von Daumen. Ach so, nee, das war jetzt eine Frage, die lese ich erstmal durch, ganz kurz. Schwächeres Wachstum in der Weltwirtschaft könnte Inflation eindämmen. Konsum hat sich wieder erholt. Also es klingt erstmal gar nicht so schlecht alles. Also dass jetzt hier wirklich so die Massenzinssenkungen stattfinden. Mal gucken, was da noch so kommt. Ja, also erstmal weiter von deiner Seite, Andi. Ja, ich habe das tatsächlich jetzt gefunden. Es ist in einem Chat. Ich habe es einem Kollegen geschickt und ich möchte euch natürlich gern daran teilhaben lassen. Ich bin mal rein und gebe
darüber. Also Paul ist fertig mit seinem Vortrag, werden abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt und dementsprechend handeln. Also da wird alles offen gelassen und ich denke, das ist ein negativer Faktor für den Markt und ich werde jetzt hier auch mal einen Short Swing Trade reinlegen und den Na super, jetzt wo ich raus bin aus Short, legst du einen Swing Trade rein. Ah ja. Vielen Dank. Das wird natürlich geteilt am Ende. Ist klar. Werde jetzt hier mal einen Short reinlegen, werde den auf den Tageshoch abstoppen und mal gucken, was da nach unten so passiert. Weil einfach jetzt, weil eben auch die Frage kam, warum jetzt Short, weil ich denke, das kann jetzt hier, die Aussage kann schon zur Ernüchterung führen für diejenigen, die jetzt wirklich diese großen Zinssenkungen annehmen. Ich meine, die können immer noch kommen, aber es kann schon sein, dass jetzt hier wirklich eben mit diesen, ja, erstmal keine Zinsen gesenkt und dass der Markt jetzt eben eventuell vielleicht doch nicht mehr so stark von den Zinssenkungen ausgeht, zumindest nicht von dreien dieses Jahr, kann es schon sein, dass es jetzt erstmal negativ aufgefasst wird und der Dow entsprechend ein bisschen, ist jetzt nicht extrem, der wird jetzt nicht irgendwie 1000 Punkte abgeben heute, aber da können schon mal so 200, 300 Punkte jetzt schnell noch passieren, also in den Bereich 26.500, 26.400, ist schon durchaus als realistisch anzusehen, gucken, ob es passiert, aber ich bin jetzt mal da. Das stimmt, also das. Zeigt, nehme vier. Du bist sehr schlecht zu verstehen jetzt, Andi, gerade. Jetzt wieder besser? Ja. Ich muss tatsächlich das Mikro halten. Jetzt kam eine gegenteilige aus, denke ich. Es ging schon wieder 40 Punkte hoch. Gleich bist du raus. Gleich bist du raus. Und genau solche, vor solchen Kerzen habe ich mega Respekt. Daher würde ich ganz kurz den Trade mal durchsprechen. Wenn es unter diese 400, die du gesagt hast, das ist realistisch, wenn es unter, da wäre ja auch fast in dem Gap schon wieder drin von gestern und nochmal 150 tiefer geprügelt werden. Das nächste Ziel 380 oder sowas. Ja, also das wäre das Gap hier. So, gestern sind wir nach oben gelaufen, haben quasi diese Kerze, die man hier sieht, ich habe jetzt den Screenshot nochmal raus. Also das heißt, hier in diesem Bereich ist eine Kerze nach oben. Genau dasselbe Szenario, was mich vorhin zu Short veranlasst hat, ist da eingetreten. Ausbruch, Ausbruch, hat nicht geklappt und ich bin Short gegangen in dem Bereich. Und dann ging es nach unten, dann ein bisschen Pille-Palle und so weiter. Und am Ende war der Markt, wo ich dann raus bin, rein bin, raus bin, hier unten bei. Wo habe ich den Screenshot? Den hatte ich hier drauf. Ja, 517,80 bin ich Short gegangen und habe den Stop dann in den Gewinn nachziehen können und habe den Take Profit ganz, ja, ganz aus dem Bauch raus bei 422 gesetzt. Und Tatsache, 422 war hier in dem Bereich. Ja, also hier wurde ich wirklich, bin ich aus dem Markt rausgekommen und das waren halt nette fast 100 Punkte. Und wie man sehen kann, hat sich das dann auch auf dem Konto bezahlt gemacht mit 92 Euro. Dasselbe habe ich im DAX gehandelt. Da war dasselbe Szenario kurz vor Börsenschluss. Wir sind nochmal auf die 12.350 gegangen. Da war das Ende und ich bin mit einem ganz engen Stop, den ich dann auch mit 1,50 in den Gewinn gezogen habe, um den Feierabend genießen zu können und den Take Profit. Ich bin, glaube ich, manuell sogar raus bei 312. Das war schon nice, wie man so schön sagt. Also solche Trades sollte man einfach nehmen oder ich sage immer, man ist verpflichtet, wenn es wirklich so eine Formation gibt. Starke Kerze, das Ganze bricht wieder zusammen, weil hier häufig eine ordentliche Wegstrecke zu vollziehen ist. Das wollte ich auf alle Fälle mal vorstellen und nachher gehe ich auch gerne nochmal auf meine Trade-Historie von heute ein, aber wir schauen zwischendurch nochmal auf den Markt, was er so macht. Also wie immer noch in der Range, mein lieber Markus. Also der Ausbruch hin oder her, die Kerzen sind mal drüber, aber der Kerzenkörper im 5-Minuten-Chart dahin in dieser, die ich vor nun 43 Minuten skizziert habe. Was sagst du? Sehr gut skizziert. Jetzt sagt er nichts mehr. Jetzt ist sehr gut skizziert. Ja, es ist ja jetzt wirklich ein Trade, der als angesetzt ist, auch wirklich eine größere Bewegung. Wenn er nach oben weggeht, bin ich hier mit kleinem Risiko raus. Und wenn er nach unten weggeht. Komm, du redest es schön. Genau. Du redest dir das halt. Man kann sich über die schön reden. Ja.
Nein, also das ist auch so eine Frage, die gerne gestellt wird, ob ich Position halte und so weiter und so fort. Sehr, 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 sehr selten. Ich nicht weiß, was passiert. Da kann der nordkoreanische Staatschef wieder irgendeine Rakete zünden oder eine Militär halten. Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Und am nächsten Tag hat man Monster Gap und ja, und das möchte ich halt nicht. Auch wenn man bei JFD, das muss man natürlich fairer dazu sagen, auch Nachtskurse gestellt bekommt. Aber wenn jemand Twitter-Volumen, dann nützen dir diesen Kurse wenig, weil es dann so gibt, dass du einfach einer Position. Deswegen versuche ich meinem Beruf, Daytrader in Anführungsstrichen, ist ja in Deutschland kein anderer, treu zu bleiben und abends die Position dann auch entsprechen. Man kann ja mal wieder rein und raus, ist so überhaupt kein Problem. Genau. Vielleicht kann ich, während wir immer noch in der Range herlaufen, so ein paar Trades von heute aufrufen. Ich denke, da sind wir noch ein bisschen näher dran. Von gestern habe ich jetzt schon zwei gezeigt, die auch von heute das mal reinklinken. Und der Tag ging, oder ich mache mal einen Report von heute. Das geht, glaube ich, auch Custom Report von heute. Dann kann man das Ganze nämlich einmal quasi in Listenform sehen und hat auch eine sehr, sehr schöne statistische Auswertung, wie sowas abläuft. Das müsste jetzt auch hinterlegt sein auf dem Desktop. Dann schaue ich gleich mal hier rein. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Und das müsste dann das hier sein. Ist das von heute? Was steht da für ein Datum? Das ist der 20.05. Das ist es nicht. Das heißt, wir machen es einfach nochmal und vergeben einen anderen Dateinamen, um auch sicher zu gehen, dass das richtige Statement ist und dass ich euch nicht mit irgendwelchen Sachen langweile. Eigentlich müsste er nachfragen, wie die Datei heißt. Ah, welche war es denn jetzt? Welche war es denn jetzt? War es die? 10.05. war es nicht? Nee, es muss ja Statement einfach so heißen. Dann wird Kannst du es ja mal die kurz hier sein. suchen, Andi? Ich lese mal noch mal kurz. Ich habe sie doch schon. Ach so, okay, dann mach Du weiter. hast doch gesagt, der 18., oder? Gestern war der 18., richtig, genau. Ach so, dann war das wahrscheinlich gestern. Dann muss es heute. Nee, er hat es nicht abgespeichert unter dem neuen Namen. Ich habe wahrscheinlich zu viel auf dem Rechner. Du wolltest was anderes sagen. Du Ich hast wollte kurz gesagt, ich vorlesen, soll. es gibt ja ein paar Statements bzw. ein paar Fragen. Wenn es einen Handelsdeal USA-China gibt, wird die Fed die Zinsen dann nicht senken? Also das ist jetzt eine Frage an Powell in der Pressekonferenz. Seine Antwort ganz kurz, werden das nicht an einer einzigen Sache festmachen, sondern das Gesamtbild beurteilen. Frage nach Trump an Powell. Das Gesetz ist klar, ich werde meine vierteljährige Amtszeit haben. Also da ging es dann nur wahrscheinlich um die Frage, ob er eben durchzieht. Ja. Vierjährige Amtszeit haben so und Frage nach Draghis Rede gestern. Jede Notenbank macht das, was sie für ihren Bereich für richtig hält. Wir kümmern uns um die USA, schreibt, antwortet dort Paul. Also das sind alles jetzt keine großartigen Antworten, die jetzt den Markt betreffen. Grundsätzlich war jetzt hier nochmal die Zusammenfassung, zumindest so wie ich es sehe, jetzt in der Pressekonferenz, dass jetzt hier nicht erst zumindest bis dato nicht eindeutig gesagt wird, dass die Zinsen wirklich in dem Maße, wie es jetzt erstmal vom Markt angenommen wurde, im Prinzip gesenkt werden. Müssen wir mal schauen. Es wird natürlich bestätigt, dass so eine gewisse Unsicherheit herrscht, dass eben ein Umfeld eben wahrscheinlich, so kann es ausgelegt werden, jetzt nicht so ist, dass die Zinsen unbedingt weiter steigen sollten, aber auch jetzt nicht zwingend, zumindest lege ich es so aus, gesenkt werden müssen. Ne? Ja, okay. Na, dann haben wir ja dieselben Fragezeichen von vor einer Richtig. halben Stunde weiterhin im Kopf. Ja. Richtig, so Vielleicht rum. kommt ja was. Sie geht ja noch ein bisschen. Da kommt vielleicht noch eine kleine Werbepause und dann hüpft einer mit Pringles durch den Raum und alle dürfen mal knuspern und danach geht's weiter. Ich Genau. habe die Trades mal aufgerufen von heute. Heute war ein sehr sonniger Tag. Ich war auch nicht lange am Desk, wie man sieht. Ich war faul. Richtig faul war ich. Und ich habe, und deswegen rufe ich das auf, weil wir hatten das letzte Mal die Diskussion, wie hoch das Tradingkonto sein muss. Und ich bin ein Verfechter der Strategie, kleines Tradingkonto, kleine Gewinne, die aber kontinuierlich und auszahlen. Das Konto bleibt klein, die Auszahlung erfreuen immer wieder, motivieren zum Weitermachen. Und im Grunde genommen kann man auch davon zumindest sich ein Zubrot verdienen, wenn nicht sogar davon leben. Und das Tradingkonto bleibt halt immer auf einer Höhe. Das ist so meine Philosophie, die Eichhörnchenstrategie, viele Nüsse einsammeln und im Winter genauso fett sein wie im Sommer. Wir haben uns neulich gesehen, du kannst das bestätigen. Um
ins Detail zu gehen. Ich Du sahst sehr sportlich aus gegen Natürlich, im Vergleich zu dir, ja. Der war böse. Entschuldigung. Alles gut, alles Also gut. meine sprechende Waage, die mit Alexa gekoppelt ist, sagt immer, bitte nur eine auf die Waage, wenn ich mich drauf stelle. Also mach Ja, es kenne ich. Meine ist letztens, naja, egal. Wir lassen das kaputt, Thema. Digga. Ja, Nächstes wir gehen alles lieber zurück besser. zum Markt. Ja, also ich habe den DAX gehandelt, frühs mit einer Lot Size von 1,5 manuell, quasi knapp an den Tageshochs von gestern bin ich short gegangen mit einem Stopp von ja, 20 Punkten oder sowas. Ohne Take Profit, hab drauf geschaut, irgendwie so 20 Minuten später waren wir bei 12.330, also 20 Punkte tiefer, glattgestellt. Einmal verrannt, als ich die Range gesehen habe, denn ich habe im DAX heute Morgen schon die Range mehr oder weniger für mich so eingezeichnet wie jetzt im Dow Jones. Und zwar zwischen den Tiefs, die gestern Abend waren, zwischen der 300, ich muss das mal aufrufen. Ich glaube, da sind keine. So, und zwar zwischen den Tiefs, die wir gestern Abend gesehen haben, wo ich ja diesen anderen DAX-Trade glattgestellt habe, und dem Hoch. Also das heißt, für mich war die Range hier, zwischen hier und der 50. Also nicht so tief wie hier, sondern zwischen hier und der 50. Und wenn ich den Markt jetzt hier mal, den DAX, etwas zusammenschiebe, dann sieht man, dass er wirklich sich zwischen dieser 306, wo wir jetzt sind, also zwischen diesen Punkten und hier oben hin und her bewegt hat. Mehrfach. Nicht viel passiert. Das heißt, ich habe darauf spekuliert, als wir unten waren, um die 10, 11, also unten im Sinne der Range, dass der Markt nochmal nach oben geht, und habe den Stopp bei 6 gesetzt. Und dann ging es wirklich im Tief auf 3. Das hat mich ein bisschen geärgert. Da wurde ich ausgestoppt. Bin dann nochmal reingegangen. Mit bei der 20, wieder bei der 18, wieder als wir um die 30 gependelt sind, wieder raus mit Take Profit. Dann war ich ein bisschen einkaufen, ein bisschen Sonnen und so weiter. Wieder unten rein bei der 13 diesmal, also relativ nah. Und ich glaube, das Tiefste war an der Range Unterkante, wo ich eine Ausführung gekriegt habe, bei 4,7 und habe den Stop-Loss bei 92 gesetzt. Bin wieder bei 30 raus. Also man sieht immer wieder dieselben Marken. Ich bin immer um die 30 raus, hier 32, 35, 29, 31, immer um dieselbe Marke raus und immer um dieselben Marken eingestiegen. Also ein typischer Range-Markt, da hat sich ein bisschen was aufaddiert. Zwei Minus-Trades bis zum Nachmittag, als die Wall Street dann aufgemacht hat, und an der Wall Street selbst habe ich das Hoch, was ich in dem größeren Trade von fast 100 Punkten gestern eben vorgezeigt habe, wieder getradet. Also bin an diesen Hoch rein, auf Ausbruch raus, als keine Dynamik kam, und sofort gedreht und dann auch wieder raus, als wir in dem Bereich von der 17 waren. Also diese 16, 17, 516, 517, diese Marke und 530 ungefähr, 28 und hier 37, hier die 28, die finden sich immer wieder. Also wenn man sich den ganzen Tag mit dem Markt beschäftigt, dann fallen einem solche Marken einfach ins Auge, finde ich. Also das ist wie wenn man im Garten sitzt und sich die Pflanzen anguckt, die man so um sich herum hat, dann fällt dann immer wieder auf, ah, da könnte mal wieder Unkraut gejätet werden. Unkraut, Unkraut, Unkraut. Und das nervt einen so lange, bis man, ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, bis man irgendwann zum Telefonhörer greift und im Südhaus anruft und sagt, mein lieber Schatz, würdest du bitte rauskommen, das Unkraut jäten? Oder man macht es vielleicht auch selber. Ja, also Kommt darauf soll an, jetzt was man nicht erwarten polemisieren. möchte. Ja, und bringt gleich was zu essen. Nein. Also das war jetzt natürlich ein böser sexistischer Scherz, den wir in der Wir sind ja Aufzeichnung fast unter rausschneiden Männern müssen. hier. Es sind, Nein, 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 nein. Letztes Mal war auch eine Dame dabei, die ja, just das gefragt Yvonne hat. ist, glaube ich, Und mit durch dabei. den Christian Kämmerer, ja, weil der Christian Kämmerer die Quote im Finanzbusiness halt radikal umgekrempelt. Es sind nicht nur noch Männer. Seit der Christian Kämmerer Webinare macht und auch auf Bühnen steht, sind auch viele Frauen in diesem Metier. Vielen Dank nochmal an Christian. Es sind ein paar Frauen noch heute mit dabei. Es ist ja natürlich Spaß alles hier, ne? Klar, war auch nur Spaß. Was wir Also ich hier wollte nur sagen. sagen und machen. Von daher alles im grünen Bereich. Nee, aber Okay. sehr gut. Klar, es ist natürlich so, wenn eben bestimmte Marken angelaufen werden, irgendwann halten sie auch nicht mehr
Das stimmt, da muss man halt wissen, dass man rausgeht. Also und Richtig. das ist halt, kann man vermeiden, indem man mit einem Take-Profit arbeitet, dass man sagt, okay, es ist eine Range, ich setze meine Punkte dorthin und wenn der Markt hinrennt, dann ja, werde ich ausgeführt, alles gut und dann kann der noch so oft hier zicke, zacke, zicke, zacke machen, dann bin ich halt mit den 5 Trades schon dabei und andere, die auf den Trend spekulieren an so einem Tag wie heute, die sind halt gar nicht dabei, die kommen nicht zum Zuge, die kommen entweder nicht rein, wenn sie an den Kanten abseits der Kanten ihre Orders gelegt haben, oder sie sind drinnen, hoffen, dass er ausbricht, und da muss man wirklich das Wort hoffen sagen. Uns passiert nicht. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, das Konto stirbt davor. Wenn ich hier die Trading-Historie weiter runtergehe und auch die von jetzt vom Webinar mit einrechne, sind es quasi, ist es ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis einfach. Also ich habe hier quasi, weiß ich nicht, über den Daumen 15 Trades, 2 Minus-Trades und dann kommt man trotz dieser geringen Stückzahlen, wo viele sagen, ah, der Markt, da ist heute nicht viel passiert, dann auch noch die kleinen Stückzahlen, das wird doch nichts, kommt man dann am Ende des Tages irgendwie auf 180 Euro. Nicht mal einen ganzen Tag gehandelt. Also da wirklich kleine Schritte. Und das ist das, was ich gerne mitgeben möchte, abseits der Signale, die man jetzt so sieht oder so, sondern einfach für den längerfristigen Lerneffekt, vielleicht auch für eine längerfristige Perspektive, für eine Entwicklung von Ihnen, möchte ich einfach das gesagt haben. Ich glaube, letztes Webinar hatten wir 250 oder irgendwas. Hier sitzt 180 heute an dem Tag. Das ist was, wenn man das einfach hochrechnet auf einen Monat, kommen ja Summen zusammen, für die andere eben jeden Tag ins Büro fahren oder eben andere Tätigkeiten verrichten, einen Chef haben, der sagt, jetzt müsste ich das machen, jetzt hätte ich gerne mal, Herr Müller, die Excel-Tabelle nochmal Spalte A und D konkav getauscht oder so, wo man dann auf Deutsch gesagt auch Mist machen muss, was man nicht liebt. Die wenigsten lieben ihren Job. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, 30% mögen ihren Job. Mögen ist nicht lieben. Das ist nochmal eine Stufe drunter. Ich mag meinen Nachbarn zum Beispiel, aber ich liebe ihn noch lange nicht. Ja, es gibt so viele, die irgendwie den Job nur machen, weil er eben die Miete zahlt und das Essen, was okay ist, aber was den Menschen an sich nicht glücklich macht. Dafür sollten wir nicht leben. Jeder lebt nur einmal. Und wenn er die Chance hat, mit Disziplin, mit Weiterbildung, mit dem richtigen Broker, dem richtigen Mindset und so weiter, was zu ändern an seinem Leben, dann mach's. Ja, also dann, was hält einen zurück? Was hält einen zurück? Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der im Hospiz gearbeitet hat. Also hier der letzte Gang. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sinngemäß. Und da sagen ganz viele alte Leute zu ihm, ja, ich bereue, dass ich damals nicht die Weltreise gemacht habe, dass ich damals nicht das Unternehmen mit der Idee gegründet habe, dass ich damals nicht den Mut hatte, das Grundstück mit dem Haus zu kaufen und im Grün zu wohnen, sondern jetzt irgendwie in der Mietwohnung die letzten Jahre zugebracht habe. Und meine Frau ist schon lange tot und es war so einsam und im 5. Stock ohne Fahrstuhl auch total beschissen. Ich hätte mir lieber das Grundstück mit Garten. Ich hoffe, es weint niemand. Markus, du bist jetzt zart beseitet. Oder frage ich dich. Ja, ich Nein, aber kriege es ist ja so, immer oder? Tränen Also. in den Augen. So kennt man mich. Ja, jeder Ja. zweite Live-Trading-Room muss ich getröstet werden. Nein, natürlich nicht. Aber wegen deinem Report musst du heulen zu deiner Wegen Frau, meinem oder? Report, der sieht in der Tat anders aus. Das muss ich zugeben. Mein Report, wer mich da kennt, der weiß, dass ich eben viele kleine Verluste habe, aber teilweise sehr, sehr große Gewinntrades. Also da schon Ja, die habe ich halt ja nicht. Die habe ich halt ja nicht. die Herangehensweise eben natürlich wirklich eine ganz andere ist, aber wir, denke ich, vom Ergebnis her ähnlich dastehen werden, ne? Und allerdings auch hier, wenn man das mal sich angeschaut hat, was waren es jetzt, 20 Trades heute? Ich habe drei, nicht zwei, zwei, glaube ich, drei, jetzt hier zwei, drei Trades, vier Trades, Entschuldigung, 4 Trades heute gemacht, und stehe da bei einem ähnlichen Ergebnis wie der Andi. Und von daher, das sind natürlich zwei komplett andere Ansätze, die man fast gar nicht so miteinander vergleichen kann. Muss man Und auch nicht. Also ich genau. denke, ich wollte ja auch auf das Ergebnis hinauslaufen. Also es gibt ja so viele Trading-Systeme, Indikatoren, was weiß ich, Strategien. Aber das Ergebnis ist ja, was ich auf der Folie darstellen wollte, auf der PowerPoint-Folie. Ich hole sie nochmal vor. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Mit welchen Erwartungen traden Sie? Hobby? Nein. Geld? Ja. Aber wie? Ja, dem widmen wir uns ja in den ganzen Webinaren, wie man das Geld kriegt. Adrenalin auf gar keinen Fall. Also wie man auch an unserer Stimmlage gemerkt hat, wir machen die Trades. Es ist halt einer von vielen an dem Tag und in einem Monat sowieso und in einem Jahr Tausende. Deswegen Adrenalin? Nein. Haut uns nicht vom Hocker, sollte auch nicht. Und ich meine, wer bei einem
CFD-Kontrakt da zittert, also der ist im Trading vielleicht auch gänzlich falsch. Also dann sollte er erstmal Demo probieren oder sonst was. Pferde wetten, Bet and Win, Fußball, Lotto, Toto, keine Ahnung. Also bei einem CFD sollte man noch nicht ins Schwitzen kommen. Aber die Freiheit ist es. Die Freiheit kann man sich halt nur über das Geld erarbeiten letzten Endes. Und dann zählt das Mindset. Also wenn du auch mit vielen kleinen Verlusten und wenigen großen Gewinnen super klarkommst, dann ist das doch das richtige Mindset, was zu dir passt. Es hat ja jeder auch eine andere Trading-Strategie. Zu jedem passt was anderes. Ja, der eine fährt halt ganz, ganz schnell von A nach B auf der Autobahn. Dem ist es egal, wie viel das Auto an Sprit verbraucht. Und der andere hat nur seine Ecolampe im Blick und die soll immer dunkelgrün sein. Und da ist ihm egal, ob alle Lichthupe geben, der fährt halt seine 118,5 im Skoda Octavia durch. Das ist ja nicht schlimm. Von mir, sag mal. Schöne Grüße an meinen Schwiegervater. Weil ich nein. 118 fahre, ja. Ausgedacht. Ja, dann bist du ja erst im zweiten Gang. Also das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Das kleine Rennen auf der Autobahn zwischen zwei Tradern. Nein. Ganz kurz, ich will mal ein paar Fragen noch mal einwerfen. Also erstmal kommt jetzt noch hier also so ein paar Statements von Kassin Bohlen, Dankeschön dafür, dass wir haben global die Lage, dass die Produktion schwach ist, aber die Dienstleistungssektoren sehr robust bleiben. Also es sind immer so Statements, die jetzt hier reingeschrieben werden. Und auch der Markus schreibt, für mich zählt die Freiheit da, das zu tun, was ich tun möchte. Bezüglich des Tradens kommt hier. Und es kommt auch ein paar Kommentare, dass es gut ist, wenn wir hier relativ locker sprechen, was ich natürlich auch gut finde. Und dass im Prinzip natürlich die Statements auch bezüglich dessen, was man da eben haben möchte, was man erreichen möchte vom Traden. Es ist natürlich nicht so, dass jeder Tag positiv ausfällt, aber es liegt an einem selbst, welches Risikomanagement man fährt und wie man an die ganze Sache rangeht. Und natürlich, dass man eben sein Mindset, seine Emotionen unter Kontrolle hat und die Emotionen beim Traden sollte man eigentlich komplett versuchen auszuschalten. Es passiert mir immer wieder seit 20 Jahren, dass ich auch mal emotional werde, aber weniger, dass es sich in Form einer Träne im Auge zeigt, sondern dass ich dann eben auch mich ärgere über einen Trade, den ich vielleicht hätte anders machen sollen, aber relativ schnell mich dort auch wieder einfange. Das ist schon so. Ja. Ja, also ich hatte mal im Coaching jemanden, der wird sich vielleicht erinnern, wenn er heute zuhört, ansonsten möchte ich da keinen Namen nennen, der hatte einen Stapel Cherry-Tastaturen in der Ecke stehen. Und wer sich ein bisschen auskennt mit Hardware, der weiß, dass Cherry-Tastaturen diese billigen 9,95-Dinger sind. Ich fragte, was zum Teufel machst du damit? Hast du irgendwie, bist du eBay-Powerseller? Und da sagt er, nee, in der Tat, wenn ich richtig tief ins Konto greife, also viel Geld verliere, dann nehme ich so eine Tastatur und zerkloppt die einfach. Ja? Dann hat er die zerkloppt. Krass, da muss man fast schon Angst haben. Ah, ja, man sollte also eigentlich. Es geht wieder anders mit Druck und so weiter. Da sollte man nicht hinkommen. Also da, um das jetzt mal so den Punkt einzunorden, in meinen Augen, wenn man im Trading an so einen Punkt kommt, dass man irgendwas zerstören muss, egal was man für ein emotionaler Typ ist oder auch nicht, dann läuft da in meinen Augen irgendwie ein bisschen was falsch. Dann sollte man sich wirklich mal über seine Risiken Gedanken machen oder sich mal das eines Trainings bedienen, um das ein bisschen besser unter Kontrolle zu kriegen. Also naja, die Frage kommt jetzt an dich, was du zum Öl sagst aktuell. WTI bricht aus, kommt jetzt hier gerade. Was sagst du dazu? Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen. Kann ich gar nicht. Kann es mir aufrufen und im Chart genauso wie hier nach den vorhergehenden Hochs und Tiefs schauen und dann quasi darauf basierend mir eine Meinung bilden. Ansonsten ist es selten mein Fokus, im Öl zu handeln. Deswegen die Frage muss ich leider an dich weitergeben oder zurückspielen oder wie auch immer. Es hat mal ein Trader-Kollege zu mir gesagt, die Charts sehen ja alle gleich aus, also ob das jetzt Orangensaft ist oder Schweinehälften und so. Ja, man kann überall mit Charttechnik Linien ansetzen und Hochs und Tiefs sehen, aber ich würde es nicht bei Schweineheften sonst was so probieren, vor allem nicht Intraday, denn es ist wichtig, dass Volumen einfach da ist. Und das Volumen wird halt quasi am großen Aktienmarkt oder am Forex-Markt, der noch viel, viel größer ist als der Aktienmarkt, generiert. Insofern sind solche Märkte für mich sehr, sehr spannend. Da muss ich auch nicht unbedingt die Nachrichten sehen, sondern orientiere mich größtenteils am Chartbild. Bei Öl, der ist halt ein bisschen kleiner,
Ja, und bei Öl kommen halt dann solche News wie mit dem Iran-Konflikt, als da quasi zwei Tanker beschossen wurden und es ging hin und her, wer hat die denn nun beschossen und sinken die denn? Und ja, am nächsten Tag ging der Ölpreis nach oben. Die Lagerbestände spielen da eine große Rolle beim Ölpreis. Also quasi News in dem eigenen Markt, die man wissen muss, wann sie kommen, beziehungsweise die man werten muss, wenn sie denn kommen. Und weniger das Chartbild Intraday. Und da ich eher Intraday handle, macht es, glaube ich, wenig Sinn, wenn ich da jetzt reinschaue, oder, Markus? Hol mich da raus. Ich will kein Öl handeln. Das ist mir zu flutschig. Bist du noch da? Hallo, hallo. Jetzt höre ich gerade gar nichts mehr. Jetzt hatte ich Ja. mein Mikro wieder nicht an. Ach, du warst Also, es. du brauchst es, nein, du brauchst es nicht weitergeben. Wir können das gerne in den Live-Trading-Räumen beziehungsweise im Livestream in den nächsten Tagen durchgehen. Brauchen das jetzt nicht hochholen. Du kannst gerne nochmal einen Trade absetzen hier gegen mich auf der Short-Seite in dem oberen Bereich deiner Range. Wir schauen mal. Ich bin jetzt dabei, gegebenenfalls hier auszuscalen, also diese Position ein wenig runterzunehmen von der Positionsgröße, all dieweil sie nicht so läuft. Aber das kennt ihr von mir, dass ich dann eben, wenn ich Positionen habe, die ein bisschen gegen mich laufen, dass ich dann in der Tat sage, okay, ich nehme hier Positionsgröße raus. Ja, einfach weil es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und wenn es dann wieder läuft, dann kann man eventuell nochmal die Positionsgröße wieder aufbauen. Ja, da schaue ich dann mal. Ich nehme dann hier, wenn wir jetzt noch mal ein kleines Stück höher gehen, eben Positionsgröße raus. Aber du bist jetzt short oder was? Ich bin ja noch die ganze Zeit short schon. Immer noch, Mann, diese Swingtrader. Da muss man sich nur einmal aufschreiben, was die machen. Dann kannst du tagelang immer wieder. Ach, du bist ja noch short. Das passt einfach immer. Die bleiben da ewig drinne. Ich bin jetzt long gegangen. Ich bin jetzt long Glaube, ich gegangen, sehe weil das das gar nicht mehr erste scharf. Mal die Kerze nahe der Range-Begrenzung oder eigentlich schon drüber geschlossen hat. Und jetzt schaue ich, ob da noch mehr kommt. Weißt du, wie ich meine? Das ist keine schlechte Idee. Also ich, wenn ich jetzt hier nicht short wäre, würde ich vielleicht auch long gehen. Nein. Ja, der Also ist ich sag gut, mal, genau. die Frage ist jetzt wirklich, auch viel passiert jetzt heute noch. Wir haben es jetzt 21:06 Uhr. Es ist eigentlich so gut wie alles durch. Ich hatte zwischendurch immer schon mal so ein paar Statements vorgelesen. Da ist gar nicht so viel gesagt worden. Die Zinsen wurden nicht gesenkt. Es ist jetzt in meinen Augen auch, wie gesagt, nicht viel gesagt worden, ob das überhaupt stattfindet. Somit kann es sein, dass wir nochmal nach oben weggehen, die Hochs oben rausholen. Es kann auch sein, dass wir in der eingezeichneten Range vom Andi hier drin bleiben und morgen früh wieder noch in dem Bereich um die Marke 500 pendeln. Also ich gehe jetzt erstmal vorsichtig mittlerweile davon aus, dass hier gar nicht mehr so viel passiert. Somit schaue ich, dass ich jetzt hier aus dieser Position gegebenenfalls ein bisschen Risiko rausnehmen kann. Und dann muss man sehen, was eben passiert. Ja, Ja. und die Long-Seite kann eintreten. Du hast ein sehr kleines Risiko jetzt an der Stelle, definitiv eine Überlegung wert. Ich glaube, es sind jetzt hier, wenn ich sehe, gute 10 Punkte. Und das Genau. ist Also das ist ja auch. schon alleine das zeigt ja, dass der Markt aktuell für einen Zinsentscheidungstag, was wir fast schon auch gesagt haben, dass es kann sein, dass auch nichts passiert, weil einfach gestern schon so viel passiert ist. Und wenn du hier mit Ja. 10, 12 Punkten Risiko arbeitest im DAU nach so einer Entscheidung oder nach so einem Event, dann zeigt das ja schon, dass der Markt relativ unvolatil ist. Und da müssen wir einfach mal gucken, ob da überhaupt jetzt noch was großartig kommt. Das stimmt. Und dazu kommt ja natürlich auch, das hatte ich das letzte Mal für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren, ausführlich dargestellt, deswegen jetzt nur kurz. Es ist auch mentaler Fallstrick. Also wenn man einen Tag hatte, der, wie auch immer er gelaufen ist, dass man versucht, in den letzten Zügen des Marktes noch alles rausreißen zu wollen oder nochmal super performen zu wollen. Also in der Negativseite ist es oft so, dass Trader, die unerfahren sind, sich dann sagen, ich muss jetzt das Tagesminus wettmachen. Mit dem letzten Trade, 21:55 Uhr, jetzt muss es doch nochmal eine starke Kerze oder eine Bewegung geben. Und jetzt gehe ich nicht mit 2 CFDs wie den ganzen Tag, sondern einfach mit 20. Weil ich es kann. Also weil ich einfach darauf spekuliere, den Verlust auszugleichen. Und in der Regel, vielleicht nicht beim ersten Tag, aber wenn man das öfters macht in solchen Situationen und das dann zu einem Automatismus wird, dann wird der Tag kommen, wo es das Konto richtig kaputt macht. Und Richtig. das wünscht sich natürlich niemand. Und im positiven Fall, ich habe ja meinen Trade Report jetzt gezeigt, also bei 20 Trades, 2 Minus-Trades, da muss ich jetzt nicht versuchen, irgendwie noch 5 Dinger durchzuhämmern, um irgendeine Bilanz oder um mir irgendwas noch zu beweisen. Oder vielleicht manche traden auch Kontostände. Also ich hatte mal bei einem Coaching jemanden, der hat gesagt, ja, wenn ich dann so knapp vor einer Tausender Marke auf dem Konto bin, so irgendwie bei
2855, dann will ich auch noch die 3000 schaffen. Und dann schließt er den Tag vielleicht unter der 2000. Ja, weil er so fixiert ist auf das Konto oder auf den einzelnen Trade und gar nicht auf den Markt. Also wir traden ja den Markt letzten Endes und nicht irgendwie unser Konto. Und auch wie man seinen Stopp setzt, sollte man nicht, meines Erachtens, also das ist jetzt nur meine Meinung, kann jeder für sich selber ausrechnen, nicht an irgendeiner mathematischen Formel oder sonst was festmachen, sondern am Markt. Also wenn ich den Stopp unter einen bestimmten Bereich lege, also ich habe den Stopp jetzt hier auch nicht willkürlich gesetzt, sondern hier waren ja diese Spitzen und da habe ich mir genau drunter gesetzt. Und ja, vielleicht gehört manchmal auch Glück dazu, dass er nicht ausgeführt wird. Aber ich mache mir da ja schon vom Markt her einen Kopf, wo kann ich den Stopp hinsetzen? Und man hat auch gesehen in meiner Order, dass ich mit der Stückzahl noch mal ein Stück runtergegangen bin. Also ich habe jetzt genau ein CFD. Das ist eine locker entspannte Größe für diese Vola vor allem. Und was kann ich verlieren? Wie du es schon richtig gesagt hast, 10 Euro. So what? Also das kann man eingehen und ja. Wenn es halt weiter nach oben läuft, kann man die Position ja immer noch weiter ausbauen. Dieses Ausskalieren, was du machst im negativen Fall, das kann man natürlich auch im positiven Fall anwenden. Das positive Pyramidisieren, das ist dann die ganz hohe Kunst Genau. des Tradens, dass man in einem Trend quasi nochmal die Position aufstockt und dabei natürlich bei der Stoppversetzung beachtet, dass man, dass er nicht die ganze Pyramide um die Ohren fliegt, sondern dass man die Folgenpyramidensteinchen wie bei einer echten Pyramide kleiner wählt. Also man fängt da nicht mit 5 CFDs an und die nächste Position sind dann 10 und dann 20, sondern man fängt mit 5 an und die nächste ist dann vielleicht 3 und dann noch einer. Und dann ist gut. Oder man hat alle dann im Gewinn und dann kann man noch mal 3 nehmen oder so. Aber der Rücksetzer bezieht sich ja auf den Mischkurs und der darf natürlich nicht so weit dazu führen, dass der Gesamtgewinn dann schwindet. Ja, Nicht das verschwindet, wollte ich dazu dass man sagen. insgesamt das Risiko erhöht. Das ist ja Oder so, genau, die ja. Gefahr, die man dann schnell mal hat, dass man ein anfängliches Risiko, ich sage mal, vielleicht von 50, 100, 200 Euro hatte. Und wenn man dann pyramidisiert, auf einmal ein Positionsrisiko hat von 1000 oder 1500, was man leider Gottes sehr häufig sieht, das ist natürlich dann ein Fehler. Man sollte eigentlich bei Pyramiden das Anfangsrisiko, in meinen Augen zumindest, nicht überschreiten. Ne? Ja. Aber Genau, also wenn man dann schon den Stopp nachziehen kann und dann eine neue Position eingeht, dann sollte das nicht höher sein als das Anfangsrisiko. Das wolltest du sagen. genau, richtig. Ja. Hier kommt nochmal zwischendurch eingestreut, plan your trade and trade your plan. Ja. Das ist natürlich eben, plane deinen Trade und trade das dann auch, was du geplant hast und nicht irgendwie was anderes, sondern eben, man macht sich natürlich Gedanken. Die müssen nicht sonderlich kompliziert sein. Das sieht man beim Andi, das sieht er bei mir täglich. Man kann hier schon mit simplen Herangehensweisen Geld verdienen, auf der einen Art ein bisschen eben längere Trades laufen lassen oder eben auch mit kleineren Schnapper-Trades. Man muss hier natürlich aufpassen. Man hat immer eine Slippage, die man beziehungsweise einen Spread, den man überwinden muss. Man hat immer Gebühren. Man muss hier aufpassen, dass man das nicht so aus dem Ufer oder aus dem, nee, aus dem Ufer sagt man nicht, sondern aus dem Ruder laufen lässt, Oder, dass man am Ende mehr bezahlt, als man verdient. Denn jeder Broker kostet auf irgendeine Art und Weise Geld. JFD ist dort fair und transparent und man kann das alles direkt, sehen. oder? Bitte? Transparent, das heißt JFT. JFD. Just fair and Direct. direct. Nicht transparent. Direct. Nein, natürlich hat man hier natürlich mit JFD einen Broker an der Hand, wo das alles sehr, sehr fair ist. Und man muss natürlich aufpassen, bei jedem Broker ist das so, dass man da nicht extrem viel macht, auch zu kleine Pünktchen mitnimmt. Da muss man so ein bisschen aufpassen, das ist ja das, was wir immer wieder besprechen. Aber man sieht, dass das hier auch funktionieren kann, wenn man so kleine Schnapper-Trades macht. Und wir werden mal schauen, wir werden zukünftig vielleicht auch des Öfteren solch Veranstaltungen machen, wo man dann vielleicht auch etwas schneller zwischen den Bildschirmen hin und her springen kann. Ich muss mir das Ganze jetzt hier nochmal anschauen. Zugegebenermaßen ist es jetzt hier nicht das erste Webinar, was ich mit zwei oder drei Moderatoren halte, aber schon ist das letzte Mal ein bisschen her. Somit weiß ich jetzt auf Anhieb ja nicht, wie ich meinen Bildschirm immer mal schnell zeigen kann. Mal gucken, wir werden das vielleicht zukünftig ein wenig öfter machen. Gerne. Vielleicht auch an den Tagen müssen wir mal schauen. Also wenn ihr da Lust und Laune habt, dann gebt uns da gerne mal ein Feedback, dass das
für euch interessant ist. Wenn ich immer so ein bisschen stottere, dann liegt das daran, dass ich ein Mann bin und nur eine Sache gleichzeitig, also nicht zwei Sachen gleichzeitig machen kann. Und ich lese hier Stell immer. doch das Bier weg, Ja. Mann. Stell das Bier einfach Ich weg. lese hier nebenbei immer noch die Fragen und Kommentare, die hier in Massen reinkommen. Von daher stottere ich ab und zu so ein bisschen. Und dann als drittes trade ich nebenbei noch und warte, dass ich hier die Position irgendwie so ein bisschen das Risiko rausnehmen kann, was ich jetzt in diesem Moment tue. Von daher. Kann die Fragen auch lesen. Wo muss ich denn? Von oben nach unten oder von unten nach oben? Naja, ich lese von unten nach oben. Ach so, oben ist die neueste. Oben ist das Alte. Und unten kommen so die neuen Sachen rein. Ah, also immer sehr spannend war das Neueste. Genau. Und wie viele Trades waren das heute? Fragt Kassen hier an dieser Stelle nochmal. S&P gibt gerade Druck nach oben. Können wir mal gucken. Der kommt jetzt an die Tageshochs ran, dort oben der S&P. Und mal schauen, was der Dow noch macht, ob der jetzt auch nach oben weggeht. Also ich habe jetzt hier Risiko rausgenommen aus der Position. Andi ist noch drin mit einer kleinen Position auf der Long-Seite. Und das ist auch gut. Ne? Man kann jetzt hier, ich verliere jetzt wenig auf der Short-Seite. Andi verdient vielleicht viel auf der Long-Seite. Ne? Und darum geht's, dass man wirklich die Risiken unter Kontrolle hat. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, ein Risiko jetzt noch vielleicht von 30, 40 Dollar. Und die Gesamtposition waren hier, ich glaube, 80 oder 90 Dollar, die ich hier Risiko hatte, wenn man mal in Dollar sprechen möchte, auf diese doch mit einem größeren Stop versehene Swing-Trading-Idee mit dem Gedanken, dass es vielleicht etwas stärker nach unten weggeht, was der Markt mir absolut jetzt hier nicht bewiesen hat an der Stelle. Ne? Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich habe hier jetzt auch die Fragen durchgeschaut. Also es war ja doch sehr, sehr gut, dass hier alle mitgearbeitet haben. Und für mich schreit das eigentlich nach mehr, oder? Was sagst du da? Nach Wiederholung schreit das. Definitiv. Also ich denke, wir könnten da ein schönes Format draus machen zukünftig. Natürlich nicht jeden Tag, aber wir schauen mal. Es ist natürlich immer abwechslungsreich, wenn man zum einen zwei, also vier Augen, in meinem Fall, ich bin ja schon vier Augen, dass sechs Also Augen mit zähl hier doch nicht immer zusammen sind. deine Hühneraugen mit, Ja, also bitte. ich zähle, na, wenn ich die noch mitzähle, ach Gott, nee. Eieiei. Nein, aber es ist natürlich immer interessanter und vier Augen sehen mehr als zwei. Und vor allen Dingen, Ja. wenn dann eben noch zwei verschiedene Ansätze vom Kern her sind diese ja gar nicht so weit voneinander entfernt, aber doch irgendwie ein bisschen anders. Und somit macht natürlich hier der Diversifikationsfaktor auch das Interessante so ein wenig aus. Und mal schauen, wie man das gegebenenfalls ein wenig ausbauen kann in Zukunft. Und ja, natürlich, wenn ihr das natürlich dann auch noch gut findet, dann ist das natürlich umso besser an dieser Stelle. Ja, Das stimmt. und Also ich kann dir ja, der Christian Kämmerer als Head of Marketing Deutschland und was er immer alles noch für Titel Head hat. of the German Speaking Markets. Also ich denke, der hat uns nur zusammengesperrt, weil er für JFD dann ganz sicher weiß, dass die Firma keinen Gewinn oder Verlust macht, weil wir uns gegenseitig abhätschen. Ja, Richtig. also. Wobei das jetzt hier kein JFD wird, es ist wohlgemerkt, auch der Andi hat hier ein Live-Konto, also es ist kein Demo-Konto. Ja. Ja, das muss man hier auch an der Stelle sagen. Viele Webinare und Übertragungen, dort werden Demo-Konten gehandelt und wir stellen uns hier wirklich der Herausforderung und handeln echte Konten. Das kennt ihr auch von meiner Seite und auch vom Andi, dass hier wirklich nicht rumgespielt wird. Und wenn wir hier verlieren oder wenn wir Geld verdienen, dann ist das wirklich reelles Geld. Ja, das muss man an der Stelle mal sagen. Und von Genau. daher ist das hier schon, hat das natürlich alles Hand und Fuß und beide haben eben ein Konto. Und mein Konto ist hier wirklich mein Konto. Und ich habe zwar auch noch ein JFD-Konto, was ich handeln könnte, ein Live-Konto, aber ja, das nur mal kurz an der Stelle nochmal Ja, erwähnt. ist auch richtig. Und dann, nur dann kann man auch davon sprechen. Also das, was ich jetzt sagte mit Gewinn, Verlust hochrechnen, abheben und so weiter, das muss man halt auch selber mitbekommen. Also ich bin jetzt ausgestoppt worden, leider, vielleicht war es knapp. Ja, was heißt leider, weil die Quote dadurch ne noch negativer wird. Aber das tut nichts zur Sache, denn damit gehe ich jetzt quasi nach Hause und das Live-Konto ist quasi, wie man hier sieht, wieder, ich starte immer. Ich versuche immer am Wochenende mit einer glatten Summe in die neue Handelswoche zu starten, in der Regel mit so um die 2000. Also wir sind jetzt bei 2,5 noch was. Und
Ich denke, das ist in Ordnung für die Entwicklung. Wir haben heute welchen Tag? Mittwoch. Habe noch 2 Tage vor mir und ja, vielleicht kann man am Wochenende dann wieder was Schönes mit der Familie unternehmen, weil man ja fleißig gearbeitet hat. Jetzt hat es mich endlich ganz mal den knapp Porsche hier wieder voll tanken, ne? Endlich mal wieder deinen Porsche voll tanken. Deinen Ja, wenn, Porsche. ach so, nee, habe ich nicht. Ich bin doch wie der in der Dacia-Werbung, der Mann, der keine Statussymbole braucht, oder? Ja, das stimmt natürlich, ne? Und es, naja, die einen brauchen das so, die anderen so. Ja, das stimmt. Naja, vielleicht braucht der DAO auch noch irgendwie einen größeren Anlauf, um sich mal mehr zu bewegen. In der Regel ist die letzte halbe Handelsstunde dafür prädestiniert, dass quasi diejenigen, die End of Day handeln, dann hier ihre Positionen entsprechend eingehen oder glattstellen. Da kann es nochmal zu einer stärkeren Bewegung kommen. Aber ich denke, dass wir das heute hier nicht komplett zusammen bis 22 Uhr rocken, sondern auch noch so ein bisschen Vorfreude aufs nächste Event den Ich denke Teilnehmern auch, lassen möchte. also ich denke, wir haben jetzt ja einiges zeigen können, beziehungsweise viele Dinge besprechen können. Hier ist passiert nicht mehr viel, das merkt man. Normalerweise hätten wir ganz gerne hier natürlich ordentlich Bewegung gesehen an den Märkten. Ich denke, dann hätte der Andi oder auch meine Wenigkeit hier schon sicherlich noch ein bisschen mehr an Trades durchgezogen. Aktuell ist das jetzt hier sehr verhalten, extrem verhalten, als wäre gar nichts passiert. Von daher denke ich, können wir das Ganze auch so langsam ausklingen lassen und genau, freuen uns aufs nächste Event dann zusammen. Wenn du noch ein paar abschließende Worte hast, noch eine Präsentation, noch irgendwas Schönes zum Zeigen, dann tu dir hier an der Stelle keinen Zwang an. Ansonsten würde ich mich an der Stelle dann schon mal vorsichtig verabschieden. Bin natürlich hier mit dabei, aber würde mal kurz mein Mikrofon dann ausmachen. Wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Good Trades und Mega Trading. Bis morgen in den Livestreams im Devisenradar hören wir uns morgen auch. Und dann am Freitag, glaube ich, morgen haben wir keinen Live-Trading-Room, am Freitag aber wieder dann auch den Live-Trading-Room. Also bis dahin euch erstmal nur das Beste. Und der Andi, der wird hier nochmal ein paar Worte sagen. Ja, ich würde gerne nochmal das Thema Disziplin als abschließende Folie zeigen. Da habe ich ein schönes Bild rausgesucht, damit wir alle nie vergessen, ohne Disziplin geht's nicht. Also selbst wenn man die beste Analyse am Wertpapiermarkt hinbekommt und sie nicht diszipliniert umsetzt, das ist das, was der Kollege vorhin auch in der Fragerunde im Chat geschrieben hat, trade your plan und plan your trade, plan your trade and trade your plan. So rum ist es richtig. Die Kursschwellen definieren, das haben wir getan, das war auch Goldwert würde ich jetzt nicht sagen, weil es nicht der Goldmarkt war, sondern Dow Jones. Also wenn man so eine Range sieht oder auch einen Aufwärtstrend oder einen Abwärtstrend, dann zeichnet euch die ein und handelt auch entsprechend. Also das heißt, wenn der Kurs durch eine Linie durchbricht, aktiv werden. Wenn er nicht durchbricht, das immer wieder als Widerstand oder Unterstützung ansteuern. Das hatte ich in meiner Historie quasi auch gezeigt, dass das im DAX heute ganz oft möglich war und auch im Dow Jones heute mehrfach, wie wir gesehen haben. Dann die Orders eingeben, Orders mit einer S. Also man kann natürlich bei einer Range, wenn man sich das nicht antun möchte, auch darauf spekulieren, dass sie ausbricht, irgendwann wird sie ausbrechen und schon eine Order vorfertigen auf der Oberseite und eine auf der Unterseite. Und was ich dabei auch noch meine, ist, dass ihr immer mit Stop-Loss arbeitet. Also nie im Markt einfach rumschwimmen und denken, ja, ich klicke mich da manuell raus und so. Da kann so viel schief gehen, da kann das Internet kaputt gehen, da kann Donald Trump irgendwas tweeten oder sonst was und man kriegt es nicht mit. Man sitzt auf der Toilette oder was weiß ich und dann, ja, kommt man wieder an den Trading-Screen und ein großer Teil des Kontos ist kaputt. Das muss nicht sein. Das ist ja alles Geld, was wir uns auf anderen Wegen vermutlich erarbeitet haben. Also sollte man nicht da so einfach damit umgehen, so lottermäßig damit umgehen. Und der letzte Punkt bei der Disziplin ist für mich die Auswertung. Und deswegen habe ich auch den Trading-Screen vorhin gezeigt, also meine Orders, damit man sieht, was habe ich getan. Ich übernehme das Ganze auch nochmal in eine riesige Datenbank und kann dann solche Kennzahlen ausspielen, wie viel prozentualer Gewinn kommt bei mir rum, wie viel prozentualer Verlust, wenn ich ausgestoppt werde, bleibt auf der Strecke, was ist das Chance-Risiko-Verhältnis und. Also ganz viele Kennzahlen. Und nur, man weiß eben erst, wenn man sich selber auswertet und reflektiert, was man getan hat, worin man gut ist. Und das, worin man gut ist, das sollte man immer im Leben wie auch im Trading immer ausbauen. Und worin man nicht gut ist, das sollte man einfach lassen, vielleicht sogar ignorieren. Also um jetzt mal den Bogen zu einer Beziehung zu spannen, zu einer Liebesbeziehung, zu einer Ehe, was auch immer
für Modelle hier gefahren werden, wenn man mit dem Partner, es gibt wahrscheinlich keine Partnerschaft, wo man 100% liebt, aber na, 90 ist doch schon mal mega gut. Da gibt es natürlich immer etwas, was man an dem anderen nicht mag. Aber sich deswegen ständig zu streiten, das bringt überhaupt nichts für eine Beziehung. Man reibt sich nur auf. Man sollte es vielleicht ignorieren, auch nicht immer versuchen zu ändern. Dann ist es eben so, wenn eben die Frau ständig kochen möchte, dann muss man es halt essen. Oder wenn der Mann seine Klamotten nicht in den Wäschecontainer schmeißt, sondern einfach in der Ecke seine Socken, dann sollte die Frau das vielleicht auch akzeptieren, weil ja diese ganzen positiven Sachen, hoffe ich, doch überwiegen. Und an denen sollte man sich messen, hochziehen, diese verfolgen, schöne Zeit verbringen und dann funktioniert das auch. Ich glaube, es ist überhaupt niemand mehr hier. Doch. Doch, natürlich, wir sind noch hier und ich habe sogar noch eine Frage, die mir so ein bisschen Ach. Auch gar untergegangen nicht zu ist. meiner Frau. Also bitte. Es ist so, ich muss mich kurz dafür entschuldigen, es kam gerade noch mal kurz der Hinweis, dass wir eben gar nicht alle Fragen beantwortet haben. Ich muss an der Stelle sagen, es war heute eine rege Anteilnahme auch hier in diesem Fragefenster und mir sind da doch vielleicht so ein paar Sachen untergegangen. Da werden wir dann natürlich auch Besserungen geloben. Hier die Frage nochmal, Andi, an dich. Vorhin in dem Screenshot, was du kurz gezeigt hast, hat man gesehen, dass du teilweise auch 3 bzw. 6 als Positionsgröße hattest und nicht so klein, wie du es für den heutigen Tag gezeigt hattest. Da war die Frage, an was machst du deine Positionsgröße aus? Also wie regelst du die? Ist das ein Gefühl oder liegt das so ein bisschen, wie bist du schon im Profit, bist du im Negativen? Wie lenkst du da deine Positionsgröße? Also ich mache es nicht so wie du mit dem Skalieren. Das heißt, ich habe eine Positionsgröße für den Trade, die habe ich oder bin ich drinne und dann ja, dann handle ich mit der. Die Positionsgröße, die ist bei mir maßgeblich von der zu erwarteten Volatilität am Markt. Also das heißt, wenn ich sehe, dass nicht viel passiert wie heute, und das ist vielleicht auch eine Art Denkfehler, den manche haben, den ich mühsam über Jahre lernen musste. Also denkt vielleicht, das ist nicht böse gemeint, sondern das ist einfach ein Learning gewesen. Viele denken, glaube ich, auch hier im Trading Room, bei so einer geringen Vola, bei so wenigen Punkten, dann nimmt man doch nicht ein TFD, dann nehme ich doch 10 oder 12, ich muss doch irgendwie auf meine Punkte kommen. Ja, das ist falsch. Also da kann ich von meiner Warte, von meiner Erfahrung aus her sagen, das ist die falsche Denkweise, denn bei einer geringen Vola, da kann schon so eine Kerze so bing, bing oder hier mal ganz kurz über diese Trading Ranges die Position ausstoppen. Und wenn man dann eine größere Positionsgröße hat, dann ist man ja sofort quasi einem dicken Verlust ausgeliefert. Das heißt, wenn der Markt sehr, sehr ruhig ist, so wie heute, dann nehme ich wenig. Ja, dann bin ich vielleicht mit 2 CFDs unterwegs oder 3. Und wenn der Markt wie gestern richtig was bietet, dann versuche ich natürlich auch daran zu partizipieren, indem ich eine höhere Positionsgröße trade. Klar, wenn ich ausgestoppt werde in so einem Trendtag wie gestern, dann tut es natürlich auch verhältnismäßig mehr weh. Dann sind halt nicht 10 Euro weg, 20, dann sind es halt 50, 60, 70, 80, irgendwas, klar. Aber ich habe bei einem volatilitätsstarken Tag auch ganz, ganz oft die Chance, auf den Trend aufzuspringen und dann mit dem Trend wie gestern mit den knapp 100 Punkten und 6 CFDs dann auf einen Schlag ein paar hundert Euro zu vereinnahmen mit einem einzigen Trade, wofür ich heute natürlich irgendwie 20, 25 brauche, um in diese Nähe zu kommen. Also davon mache ich meine Positionsgröße abhängig und agiere eben nicht so, wie es in manchen theoretischen Trading-Büchern steht. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ihr andere Erfahrungen habt. Das ist meine Erfahrung. Also geringe Vola, geringe Positionsgröße, hohe Vola, höhere Positionsgröße, weil man dann natürlich auch mehr Trades machen kann, mehr Chancen hat und auch die negativen Trades relativ schnell wieder ausradieren kann. Wenn ich jetzt hier gefangen wäre mit einer großen Positionsgröße, ich bin doch nur am Zittern, dann kommt ja auch wieder dieser Punkt mit diesem Adrenalin, was ich vorhin zeigte. Da spielt es nämlich nicht mehr eine Rolle, wenn ich mit einer großen Positionsgröße im Markt bin, ob ich das Ganze aus Freiheitsgründen betrachte, sondern dann pumpt nur noch das Herz. Ja, also das muss nicht sein. Und deswegen agiere ich dann eben so. Ich hoffe, das habe ich damit ganz gut darlegen können, mein lieber Hast Markus. du sehr, sehr gut. Also es kommt jetzt hier nochmal die Zusatzfrage. Dann ist das Risiko aber teilweise höher als 1%. Da würde ich mal kurz darauf antworten. Klar. Ja, natürlich, er hat natürlich auch jetzt mit diesem kleinen Konto,
Dort, wenn man diese 2.000 oder 2.500 Euro als Kontogröße sieht, ist das Risiko natürlich höher als 1%, aber man muss ja hier sehen, das ist ja mehr oder weniger als Margin-Konto zu betrachten. Richtig, Andi, Genau. bessere mich. Es ist wirklich dafür da, dass man überhaupt handeln kann und das Risiko wird eben auf einen ganz anderen zur Verfügung stehenden Kapitalstock berechnet, ja, wo man dann vielleicht Richtig. sogar wieder auf 1% kommen würde. Ja, also Und da. auch das ist ja letzten Endes auch ein Schutz. Also ich habe schon von Kollegen erlebt, gerade diese Story da vor Jahren im Schweizer Franken, das habt ihr ja bestimmt auch mitgekriegt, wo der freigegeben wurde, wo so ein Student irgendwie mit 3.000 Euro auf dem Konto auf einmal 200.000 Schulden hatte. Ja, also da gab es noch nicht diese Verlustbegrenzung. Und Dass man nicht in den auch gut, negativen Bereich rutschen kann, das geht richtig, bei JFD richtig. nämlich nicht. Ne? Das geht bei keinem CFD-Programm mehr, der in Deutschland zugelassen ist. Das wurde, glaube ich, alles ausradiert. Ist auch richtig so. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich immer passieren, dass eine dicke Bewegung kommt, wie gestern, wo der DAX am Anfang des Tages unter 12.000 gefallen ist. Ganz viele waren short und dann, bäm, macht Draghi eine Aussage und er geht 350 hoch. So, also da gab es vielleicht einige, die mit Margin und mit einem hohen Hebel und vielleicht vielen CFDs short waren. Und den fliegt das ganze Konto um die Ohren. So, und da sage ich immer lieber, also ich bin da, ich habe ja keine Garantie, dass nicht mit mir auch mal die Nerven durchgehen. Klar, über die Erfahrung von den über 20 Jahren, wo ich das schon mache, habe ich mich sehr, 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 sehr gut im Griff. Aber trotzdem macht man auch mal eine hirnlose Aktion, wo man im Nachhinein im Trading-Journal bei der Auswertung sich sagt, warum hast du das gemacht? Also das war doch ein Trend. Warum hast du, bevor der Trend gebrochen ist, immer wieder entgegenagiert? Warum bist du so dämlich? Du müsstest doch besser wissen. Das kann auch passieren. Aber, und jetzt kommt mein zweiter Sicherheitsschirm, mein zweiter Airbag quasi. Ich habe ein kleines Tradingkonto. Also auch selbst wenn ich total durchdrehe und mit 4 Promille handeln würde und zugebundenen Augen oder was auch immer, es kann doch nicht mehr passieren, als dass die 2.000 Euro weg sind. Und dann, da stirbt man ja nicht von. Also man hat ja dann, gehe ich von aus, noch irgendwie die für den nächsten Monat noch irgendwo gebunkert und im Kühlschrank sind noch ein paar Margarine-Päckchen und ein paar Thüringer Würste. Also deswegen ist das auch nochmal so eine Art Risikobegrenzung, ein kleines Konto, damit man nicht alles, was man sich erspart hat, im Extremfall irgendwie durch den Jordan jagt oder wie das heißt. Genau, nee, das ist ein sehr guter Ansatz, den ich auch mal predige, dass man da natürlich eben ein bisschen auch drüber nachdenken muss. Nicht nur, wie steige ich ein, wo finde ich den besten Einstieg? Es gibt so viele Punkte rund um das Trading, die man zusätzlich beachten muss, im Hinterkopf haben muss, um nicht hier eben doch mal gegen irgendeine Wand zu rennen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Also das Trading-Puzzle besteht da nicht nur aus Stop setzen, Einstieg finden und Ausstieg finden, sondern aus noch vielen, vielen anderen Punkten. Und da ist das zum Beispiel ein gravierender Punkt, dass man auch überlegt erstmal, was benötige ich überhaupt auf dem Trading-Konto? Ja, da ist das natürlich jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man da eigentlich nicht viel benötigt, eine Margin benötigt und vielleicht ein bisschen Risikokapital, weil wenn man eben auch einen kleinen Drawdown hat, den muss man natürlich auch aussitzen können, ohne dass man ständig irgendwie wieder 500 Euro einzahlt oder dann natürlich auch bei etwas größeren Konten dann entsprechend ständig hin und her überweist. Aber so einmal im Monat das anpassen oder eben, wie du sagst, Mensch, wenn es gut lief, dann ziehe ich auch am Wochenende mal so ein bisschen Geld ab und versuche fast jede Woche wieder bei einem Ausgangswert zu starten. Ist natürlich ein interessanter Ausgangspunkt, aber man darf dann hier an dieser Stelle natürlich nicht sagen, Mensch, ich habe hier 2.000 Euro und habe jetzt irgendwie über die Woche 500, 600 gemacht, das sind 25%. Das kann man natürlich dann nicht so ausdrücken oder Nee, man muss da ein das ist ja bisschen auch falsch, vorsichtig weil sein. Genau. man handelt ja nicht das Konto, man handelt ja über die Margin eigentlich eine viel, viel höhere Summe. Das muss man sich ja auch bewusst sein, was man am Kapitalmarkt da für Summen hin und her schichtet. Also insofern, und auch wegen den 1%, was der Kollege gefragt hat, ja, also wer hat denn das 1% benannt? Also das steht auch in irgendeinem Buch klar und das ist für mich vielleicht ein Richtwert, aber man sollte das nicht in Stein meißeln, genauso wie ich das vorhin ausführte beim Stop, dass man nicht sagt, der Stop muss bei
bei der Positionsgröße X dann genau sagt Excel 13 Punkte weg sein. Ja, und dann ist aber die Unterstützung 15 Punkte weg und dann setze ich den Stopp, weil es mir Excel sagt bei 13 und flop, wird es ausgestoppt. Nein, man muss sich in den Markt hineinversetzen und dort eben seine Stops setzen, wo der Markt einen Widerstand hat oder einen Volumen aufweist oder was auch immer. Und genau so bin ich mit dem 1% vom Konto, da bin ich auch nicht so kleinlich, dass ich das immer auf die zwei Nachkommastellen umsetze, sondern ich passe die Positionsgröße durchaus an die Vola an und natürlich auch an den Tagesverlauf. Also jetzt zum Tagesende, zum Tageshandel würde ich es nicht nochmal hochskalieren und sagen, jetzt nehme ich aber gleich mal 10 CFDs, ich bin heute so gut drauf. Nee, also da habe ich lieber den Spatz in der Hand als irgendwie die Taube auf dem Dach und gehe lieber zufrieden ins Bett als irgendwie dann weinend, ja, weil das Schlimmste, glaube ich, ist für den Trader, wenn er aus einem Plustag einen Minustag macht und dann ins Bett geht. Also da tun einen so viele Gedanken durch den Kopf springen, warum habe ich das getan und. Also das und wünscht man niemandem. Dann muss ich wieder mit Taschentüchern vorbeikommen und das wollen wir ja nicht. Na. Eben, weil das wird ja auch teuer, ehe du deinen Porsche wieder vollgetankt hast. Und wir ja doch ein paar Kilometer auseinander wohnen, auch wenn es nicht so viel ist, aber es ist schon eine kleine Autobahntour. Ja, das stimmt. Nee. Naja, nee, du musst mich heute nicht trösten. Alles ist in Ordnung. Und gut, ich glaube, der Christian freut sich auch, dass er heute mal ein bisschen Freizeit hat und wir das Webinar gerockt haben. Und ich denke, mit 94 Minuten haben wir auch eine klassische Spielfilmlänge absolviert jetzt. Richtig, genau. Andi, an dieser Stelle dir erstmal vielen, vielen Dank für das Webinar, für die Inhalte. Ich denke, das hat auch allen hier gefallen an der Stelle. Zumindest ist das Feedback durchgehend positiv. Wir hätten natürlich jetzt noch weiterhin viel Stoff hier zum Reden. Aber wie gesagt, wir werden das natürlich weiterführend behandeln in weiteren Webinaren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Und mal sehen, vielleicht geht der Dow Jones noch nach unten und bringt meine Position hier wieder in den Profit. Wir werden es sehen. Wir werden es morgen besprechen. Andi, dir einen tollen Abend. Schöne Restwoche, schönes Wochenende. Und wir hören uns hier im Webinar, die noch mit dabei sind, natürlich auch. In diesem Sinne, euch nur das Beste. Bis dahin. Ja. Euer Markus und der Andi auf der anderen Seite. Ciao. Bis dann. Ciao.